Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Baldur's Gate 3. Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, deswegen werde ich ganz kurz gucken müssen, wo ich genau bin. Ich weiß, dass ich in Richtung Türme des Mondaufgangs war. Ich muss ein bisschen wieder einfinden, wir haben 2 Wochen lang nicht gespielt. Ich war auf Elba, super schöne Insel, aber mit dem Auto ein bisschen anstrengend. Das sind sehr enge Straßen, die Insel an sich kann ich empfehlen, mit dem Auto, weiß ich nicht, ist eher Fahrrad oder Moped-Insel. So, und wir waren bei unserem Let's Play, glaube ich, gerade hier irgendwo an der Insel. Genau, wir sind hier irgendwie reingekommen. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Hier unten? Oder sowas? Die Holztruhe haben wir auf jeden Fall schon. Ne, wir sind von hier gekommen, oder? Ja, von hier gekommen? Ne, ich glaube, hier wollten wir hin. Oder bin ich doof? Nee, hier haben wir noch nicht erkundet. Ah. Moment, ich muss noch mal kurz zurücklaufen, wo wir herkamen, ja. Das tut mir leid. Ich habe auch Baldur's Gate inzwischen ein bisschen mit anderen Leuten noch gespielt. Also sowohl mit meiner Freundin habe ich ein Let's Play angefangen. Es war schön im Couch-Koop, auf dem Sofa spielen. Hier war ich noch nicht drin. Ich könnte hier runterspringen. Die Frage ist, will ich hier runterspringen? Ich bin jetzt hier, glaube ich, nicht. Dann komme ich nicht so einfach wieder raus. Ich denke, komme ich irgendwie anders auch rein. Also muss ich mir jetzt nicht mehr die Mühe machen, hier runter zu hüpfen. Ich denke, da komme ich so oder so rein. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo ich hergekommen bin. Also ich muss hier unten hergekommen sein. Aus dem Gebiet. Sonst gibt es, glaube ich, keinen anderen Eingang. Und ich habe mit meinem besten Kumpel angefangen, Baldur's Gate zu spielen. Und es ist witzig. Wenn man mit anderen Leuten spielt, passieren andere Dinge. Ja, genau, zu Glyphilter Fels. Also da sind wir, glaube ich, irgendwie hergekommen. Okay, perfekt. Ja, wir waren auch schon ein ganzes Stück weit. Wir hatten unsere Truppe aus Schurke, Kleriker und Berserker und mich als Hexenmeister. Das funktioniert auch ganz gut. Ich hatte ein Elixier der Bosheit reingenommen, damit ich besser kritten kann und ich kann mit Tieren reden. Ja, genau. Ja, und hier kann ich halt Z verspringen. Ne, was war springen? Eine Kurztaste verspringen. Auch Z. Wahrscheinlich wieder Y ist, ne? Ja, natürlich. So. Das ist doch hier eine Safe, ein Geheimgang. Ja, müsst die Wand kaputt machen. Man könnte die Wand wohl theoretisch kaputt machen. Mit meiner Energie. Bin ich noch so eine Explosivsache? Ach du Scheibenkleister. Ich habe auch ein paar Sachen zwischen rausgefunden. Moment. Das ist Thema nach Gewicht. Chemiebeul, befremdliches Abenteuerpaket. Also, man sieht die Sachen drin. Die wollte ich tatsächlich mittragen. Schwere Armbrust. Moment, das haben wir hier gewechselt. Feuerfall, Feuerball, glühende Stab, Zauberfernangriff +1. Ja, ist besser tatsächlich für uns. Okay. Haben wir hier nicht noch irgendwas so explosivmäßiges? Nach Typ sortieren. Wir hatten. Das macht, glaube ich, kein. Nee, das ist ein Elixier. Nicht, was ich meinte. Das können wir auf jeden Fall ans Lager senden, weil es was zu essen ist. Essenssachen brauchen wir echt nicht mitnehmen. Kann ich mit der chromatischen Sphäre Energiedamage machen? Die andere Frage ist, habe ich was davon, wenn ich das hier aufspringe? Nee, kann ich nicht. Die kann kein Energiedamage machen. Okay, ich muss die sehen. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie mich da durchporten kann. Flammende Sphäre macht natürlich auch keine Energie. Furcht, Gedanken wahrnehmen, Glyphe des Schutzes. Ausgewählten magischen Effekt bewirkt, um einen Gegner. Ein Gegner ihn betritt. Klopfen. Das macht alles nicht so richtig Boom. Ist kein Boom, Boom, Boom dabei. Da sind Steinwände dabei. Wir haben auch keine Boom, Boom, Boom Sachen mehr. Ja. Yeah. Zauberplatzregenerierung.
Generiere einen verbrauchten Zauberplatz eines beliebigen Grades. Sieht das eigentlich nicht gut an? Würde ich sagen. Warte auf dem Hexenmeister, der mal einen verbrauchten Platz haben könnte. Hört sich für mich eigentlich smart an. Wir hatten unser ganzes Gold weggepackt. Daran erinnere ich mich auch noch. Oder ein Großteil des Goldes weggepackt. Warum habt ihr alle Einzelgold? Mipellino, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Wodurch habe ich die Ehre? Auf jeden Fall, wunderschönen guten Tag. Genau, was hast du hier? Das war plus 3 Rüstungsklasse, deswegen habe ich das genommen. Weil den Beischen habe ich eh nie genutzt. Ja. Ich war eine Weile nicht in dem Game. Ich muss ja ein bisschen gucken. Doch, hier habe ich noch eine Rauchpulverbombe. Ah, guck mal. Oh, I could go for a good meal. Dann. Gegenstände. Probieren wir das nochmal aus. Bin ich die Handgranate? Die. Da hin. No one stopped me yet. Hat funktioniert. Nein, aber ich würde auch nicht unbedingt gespoilert werden wollen. Wegen, guck dir mal das an, guck dir mal das an. With haste. Bin ich irgendwie. Würde ich ungern haben wollen. Okay, was habe ich jetzt davon, hier reingekommen zu sein? Außer ich hätte. Bräuchte jetzt eine Gasform, ne? Sonst komme ich hier irgendwie nicht weiter. Gefühlt. Hm. Meine ganzen anderen Rauchpulverbomben und sowas habe ich, glaube ich, verkauft. Gefangenen-Tagebuch. Tja. Okay, damit. Ich könnte auch Nebel schritten dadurch. Will ich das, ist die Frage. Mir geht es nicht darum, ob das was mit der Story zu tun hat, mein Lieber. Mir geht es darum, dass ich Sachen selber finden möchte und selber entdecken möchte in dem Spiel. Auch andere Geheimnisse, nichts mit der Story zu tun und die so kleinen Nebengeheimnisse sind, möchte ich nicht vorgesagt bekommen. Hier erstmal die andere Richtung. Das mit dem Aufspringen hat irgendwie wenig gebraucht. Gucken wir uns erstmal, was wir hier haben. Wir haben ja anscheinend. Das ist auch nur eine andere Variante, hier anzukommen, oder? Würde ich jetzt vermuten. Oder wie sieht das aus? Abgriff auf einer bunten Kleidung. Ist wahrscheinlich länger, nehme ich, wenn das passiert. Toll kann das nicht. Wenn es fest verteilt ist, kann das nicht verwendet werden, aber dann müsste ich es halt hier abmachen. Aber das darf ich nicht. Warte. Das sei mir nicht erlaubt. Hm. Ich war gerade kurz besorgt, was hier abgeht. Ja, die Animation spielt angeblich noch jetzt. Nice. Ich vermute mal, der Spiegel, den du mir sagen willst, ist das, was sie geändert haben, dass man sich neue Frisuren sowas machen kann. Würde ich mal vermuten. Hier kann man nicht interagieren. Weil das haben sie ja angekündigt, dass sie das reinpatchen. Okay, hier ist natürlich noch eine Wand. Ich habe wieder eine Zelle lande. Habe ich nichts von. So. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, dann müssen wir halt mit dem Nebelschritt, dass ich hier nicht mal versuchen darf zu knacken. Wundert mich ein bisschen. Wenn ich mal irgendwas für die Tür zum Interagieren, nix. Einfach nada. Da ist eine Tafel dran. Ist eine Fackel. Aber auch nichts, um das irgendwie zu öffnen hier. Ich meine, ich könnte es dann hier rein, wenn ich mit allen rausgenebelschrittet bin. Was ziemlich viele Ressourcen erfordert. Dabei bin ich doch beim Reinspringen, bevor ich jetzt das mache.
Ich hatte das ja hinten schon gefunden. Dass ich da einfach rüberhüpfen kann über die Wand. Oder runterhüpfen kann von der Wand. Die Kamera kann folgen, ja. Macht's aber nicht immer. Ich mach's häufig mit WASD selber mit der Hand. Ja, aber ich könnte natürlich auch die folgende Kamera einstellen. Mache ich nur häufig nicht, weil ich mich als Spieler schneller umschauen kann, als der Charakter läuft. Deswegen, aber es ist wahrscheinlich als Zuschauer angenehmer, wenn ich so laufe, ne? Da denke ich nicht immer dran. Ach so, doch, die Kamera folgt mir, ja. Die kann das. Ich dachte, du meinst die Ingame-Kamera. Ja, doch, die kann das. Die hat da so einen Special-Modus. Okay, jetzt muss ich die, glaube ich, alle runterholen einzeln. Sonst brechen die sich die Beine. Moment, wir haben irgendwo schon jemanden verloren, sehe ich gerade. Soldier. Wo stehst denn du hier hinten rum? Was soll denn das da? Also, ja, Y doch nicht Z, obwohl der Z steht. Die kann das, die habe ich eigentlich hauptsächlich gekauft, die Kamera, weil eine deutlich bessere, niedrige, in wenig Licht umgehen kann, als meine alte Kamera. Aber das ist ein kleiner Nebeneffekt. Der hat auch so ein Face-Tracking und sitzt auf einem drehbaren Plattform sozusagen und kann das auch komplett folgen. Vergesse ich nur regelmäßig, wenn ich auf Toilette bin oder sowas, und dann guckt die Wand an. So. How much farther can I go? Warum beschwert sich eigentlich die ganze Zeit, how much farther can I go? Waren wir? Wir hatten doch relativ viel von unseren Ressourcen noch. Ja. So, wir sind hier drin. Ich würde einmal speichern. Weil das sonst, wie gesagt, nicht so viel. Sind wir auf jeden Fall hier drin mit der ganzen Gruppe. Hier ist auf jeden Fall lange niemand gewesen, glaube ich. So wie das aussieht alles. Okay, das hier rüber und dann darüber. Ich weiß nicht, ob ich in den Turm rein will, ne? Ja, der Turm scheint mir verdächtig zu sein. Mal ehrlich. Wir hatten doch einen Kleriker dabei, die mit Toten reden kann. Willst du mit dem reden? Oh. Also mit dem reden? Gibt's ja ein paar Tote, also ist jetzt nicht so, dass es... Okay, so lange tot dürfen sie anscheinend nicht sein. Die Seele muss anscheinend ein bisschen in der Nähe sein. Vermute ich mal. Oh, cool. Rollgold neben Mumie. Gibt's überall so Skelette. Also... Skelette. Türen kann man echt nicht öffnen, die sind einfach dauerhaft verschlossen. Aus Gründen. Kommt man aber auch in das Tagebuch nicht so gut ran. Und hier gibt es irgendwie auch noch einen Abgrund. Scheint Nebel nicht zu mögen, das kann durchaus sein, ja. Ich kann es aber, glaube ich, jetzt gerade nicht weniger einstellen oder besser einstellen, glaube ich. Müsste dafür den Stream neu starten. Das will ich, glaube ich, nicht. Ja, aber das ist halt einfach so. Ich streame meine Grafikkarte, das stimmt. Glaube ich. Nee, eigentlich nicht. Ich streame meine CPU und habe das eigentlich so hochgestellt, wie ich glaube ich kann. Oh, hallo. Oh, oh. Herrin der Seelen. Da bin ich irgendwie reingerannt, ja. Illustrious Champion returns. Welcome home. Welcome home. Hallihallo Xeli, wunderschönen guten Tag. Bin gerade in den Kampf reingerannt. Was machst du hier? Wie geht's dir? Hast du auch Urlaub gehabt? Was macht das Leben? Dann könnte ich einfach erstmal sengender Strahl machen. Das kann er, glaube ich, for free. Nasenbären. Ich fühle mich gar nicht so nasenbärig. Aber ansonsten
Alles ziemlich nice. Na, wo geht... Wo das geht? Nee, hä? Wo kommt der... Wo kommen denn die sinkenden Strahlen her? Ist das eine Fähigkeit? Ist das eine Fähigkeit, wa? Wait, glücklich? Wait. Achso, er ist glücklich. Ja, okay, das kann sein. 60% ist aber echt nicht so viel, ne? Bei mir geht eigentlich ziemlich, bei mir ist alles ziemlich nice. Ich war jetzt 2 Wochen lang im Urlaub, ich war auf Elba in Italien. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, weil wir wollten eigentlich so ein bisschen Wellen reiten mit so Bodyboards. Und wir hatten die erste Woche einfach komplett spiegelglattes Meer. Komplett. Wir hatten auch 28 Grad und Sonne dabei, aber ne? Baden konnten wir. Achso, und wir haben Feuerquallen kennengelernt. Ja, ich hau das jetzt einfach, glaube ich, einfach drauf, weil du kommst doch sowieso nicht bis hin. Und das komplett reintanken hört sich auch nicht so smart an. Die sind alle hier. Oh, what? Hallo? Ach, scheiße. Ich glaube, ich bin von hinten reingestolpert. Aber die mögen mich nicht. Halt uns mal fest. Nekrotischer Hirte. Okay, mit Sprinten kann ich doch bis hin, ne? Hat keine Resistenzen. Ducky Very scherrende Seelen. Grabmagie. Wenn du mit diesem Zauber Schaden bewirkst, bewirkst du 1W8. Ach so. Na klar. Natürlich. Sie können natürlich auch Nebel schritten, dann ist auf jeden Fall eine Reichweite. Aber den können wir nicht mehr brüllen. Den können wir nicht mehr brüllen. Den können wir nur nächste Runde angreifen mit Fett Boom Boom. Ich glaube, ich will sie herkommen lassen. Deswegen senkende Strahlen. Das ist nur eine Aktion für mich. Weil ich so hier wieder Item krieg anscheinend. So, und jetzt können wir uns noch verstecken. Ah, die kommen ja zu uns. Gehen wir hier hinten und... Moment. Jetzt eigentlich ins Dunkel gehen, da. So. Alter, kann die weit springen, weil die so stark ist. Holy shit. Ja, schieß mal. Noch ein Crit. Nice. Einfach Doppelcrit. Yo. Wenn mir dann ein 6er-Crit ist, nicht mehr so geil. Aber aktuell bin ich bis gar keine Zeit für irgendwas, weil ich aktuell meine Projekte dabei zusammenschuste und vorbereite. Hallihaklo, Xan. Außerdem habe ich an Ende des Jahres meine Abschlussprüfung, also straffer Zeitplan. Dann drücke ich die Daumen. Glaube ich dir, dass da nicht viel Zeit für irgendwas ist? Aber ich hoffe, du kriegst alles hin. Weißt du schon, welches Thema mein Projektarbeit? Du bist doch jetzt in der Weiterbildung, ne? Weil ich habe jetzt, witzigerweise, Xeli, ich habe jetzt ein bisschen mit Fachinformatiker Azubi-Ausbildung zu tun gehabt. Weil wir ja, ich habe ja vor 2 Jahren einen neuen Job angefangen und da haben wir auch einen Azubi. Und der hat seinen ersten Versuch in der Abschlussarbeit verkackt. Aber ich habe ihn dabei versucht, ein bisschen zu betreuen im letzten Monat, weil ich bin eigentlich nicht dafür zuständig gewesen, weil ich neu in der Firma war und der halt schon davor dabei war und so. Stimmt, Fachinformatiker für Systemintegration. Aber ich glaube, der macht einen normalen Fachinformatiker. Wobei ich nicht weiß, wie da die Spezialisierungen sind. Kabelaffe. Ja, irgendeiner muss es machen. Wir stellen uns, weiß ich nicht, die werden doch eh alle zaubern, oder? Das sind doch eh alle Magier. Ich glaube nicht, dass sie zu uns wirklich kommen. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. Dann kann sie vielleicht schlecht angezaubert werden hier, hoffe ich. Oh. Die Fäuste greifen hier gerade parallel an. Ja, gut. Ausbrüten? Was heißt denn das jetzt? Nö. Noch ein kalter Fehlschlag, sehr gut.
System Desintegration und Anwendungsabwicklung. Ja, die Fäuste sterben, glaube ich, ziemlich. Die Harfner, die da angreifen. Nee, das sind nicht die Harfner, das sind. Moment. Doppelausbrüten hier. Knochenkälte auf Bänder, irgendwie gar nicht funktioniert. Oder was? Also, jetzt. Was ist das? Eine eiähnliche Hülle aus stacheligen Knochen und fauligen Federn. Innere verströmt nekromantische Energie. Ich vermute mal, hier kommt irgendwas Fettes, ne? Wucht und gleißend ist gegen das Ding gut. Ausgekugelte. Warum habe ich denn eine ausgekugelte Schulter? Okay. Ich mach sogar Wuchtschaden, damit es voll smart ist, anzugreifen. Würde ich sagen. Es gibt vier Richtungen, die man als FL machen kann. Systemintegration, Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse und digitale Vernetzung. Dann vermutlich hat unsere Anwendungsentwicklung gemacht. Die letzten beiden kannte ich noch nicht. Okay. Feuerball! Also ich würde sagen, wir sollten die Dinger wahrscheinlich kaputt machen, weil da kommen schon eklige Viecher raus. Deswegen versuche ich das jetzt, wenn ich... Oh, ich müsste aber meine 7 würfeln, damit das Ding stirbt. Sonst stirbt es so oder so nicht. Mit meinen Werten. Das ist natürlich blöd. Ne, komm, wir machen mal den Feuerball. Na man, ich hab Spiel in D&D Abenteuer nie einen Feuerball gecastet. Ja, so ist doch guter Feuerball. Das soll aber bestehen. Das ist keine Konzentration. Nice. Einen gibt es auch erst in ein paar Jahren. If in doubt, cast Fireball. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. So ein Feuerball, Junge, ja. Kann ich nur gar nicht. Kommt von einem Item, das ich Feuerball kann. Von meiner Hauptwaffe. Ja, und der Kampf hier oben ist irgendwie ziemlich eindeutig verloren. Sieht zumindest stark danach aus. Sie kriegen hier von allen von denen auf die Fresse, also. So, du machst aber auch nicht so viel Damage. Nur 6 bis 13, aber die sind auch holy anfällig. Deswegen machen wir Schutzgeister auf holy. Und machen damit den Shit kaputt. Und rennen dann noch weiter. Wir kommen nicht ganz bis hin. Ach, dammit. Aber auch gerade so nicht, ne? Aber wir haben den anderen Kram kaputt gemacht. Ja, komm zu mir. Komm zu meiner Klerikerin. Okay, sie kann doch angezaubert werden. Sind da scheint noch mehr? Was geht denn jetzt ab? Achso, er lädt. Du müsstest doch jetzt einen hinterhältigen Fernangriff. Darf nicht im Nachteil gegen das Ziel sein? Warum bist du im Nachteil gegen das Ziel? Warum bist denn du im Nachteil gegen das Ziel? Also du kannst noch gar nicht angreifen, das ist eine Sache. Geht dann immer einfach dich. Und hauen zu. Und ich sage, wir hauen einfach nochmal zu. Und dann machen wir noch den Kampfforscher an. Also außer dem normalen Range, du hast recht. Ja, du willst mir einen Absetzangriff geben. Ja, versuch das mal. Jetzt darf ich es aber. Weil ich versteckt bin. Angeblich. Darf ich es jetzt. Probieren wir das mal. Batz! Sehr schön. Wir sind nicht mehr versteckt. Jetzt muss ich mich wieder verstecken. Das hebt sich auf, okay. Ich dachte, du darfst überhaupt keine Disadvantage-Option haben. Aber die kommen jetzt, glaube ich, alle. Jetzt sind, glaube ich, die Viecher oben gestorben, jetzt kommen sie alle zu uns. Aua. Das war ja sinnvoll. Aus Ausbrüten ist Insel kaputt gegangen durch die. Durch die Sachen. Ja.
Wahrscheinlich wollen wir mal Blitze herbeirufen machen, ne? Weil das will ich jetzt eigentlich ein paar Mal machen. So wie ich das so sehe, die nächsten Runden. Weil die kommen jetzt alle zu uns, ne? Alternativ kann man auch hier mal so einen Hunger von Hadar draufballern. Mit Kälte und Säure, wo sie einfach alle durch müssen. Aber sind die... nekrotisch, Gift, Kälte und Säure, das ist nicht das Problem. Was sind bei dem Digi? Okay, ist einfach gegen alles widerstandsfähig. Gibt's irgendwas, was nicht dabei ist? Ich glaube nicht, oder? Der hat einfach... hat was? 20 plus 2? Der hat doch viel mehr gehabt, oder? Ne, der hat gar nicht so viele HP, der hat einfach nur super viele Widerstände. Dann kann man Hunger von Hadar nicht abkasten. Aber der nur dritter gerade ist. Oh! Sad life. Kann aber auch etwas schwarze Tentakel machen. Das macht, glaube ich, auch genau schwierigen Boden. Und die werden geslabbert. Ja. So, schwarze Tentakel. Damit sind sie, glaube ich, festgebunden, nämlich. Dann kann ich mir sogar einen Zauberplatz wiedergeben. Hier, vierte Stufe. Was? Und ich gehe ein Stück weg, damit meine Konzentration. 5d6 Cold und 5d6 Acid pro Runde. Stufe 5 Hunger vor. Nee, das ist ja zu OP. Ja, jetzt können wir alle hier reinlaufen. Let's go. Viel Spaß in meine Tentakelchen. Von daher war, glaube ich, die Richtung schon gut. Dann muss ich halt nur die ganzen Fernkampfangriffe auf die machen, die da drin stehen. Auf jeden Fall brauche ich hier super viel AOE. Holy shit. Frage ist ein bisschen, wie weit sie halt kommen, ne? Pulsstopper, zwei Züge. Du müsstest eigentlich jetzt ziemlich gut sein. Blutgeld. Schlag gierig zum Bewirke 30 für den Stichern pro 300 Gold, die das Ziel besitzt. Ja, das ist tendenziell null. Sind wir doch ehrlich. Ich meine, wir sollen. Ach nee, macht ja eh keinen Wuchtschaden. Die machen ja eh keinen Wuchtschaden. Ich könnte die jetzt abcasten, aber ich sehe es wahrscheinlich. Das sind ja alles. Das sind ja alles Fernkämpfer, glaube ich. Die haben all diesen Nekrogriff vorhin gemacht. Von daher ist es irgendwie Quatsch, dieses irgendwie 24 HP-Ding zu machen. Dann würde ich, glaube ich, lieber. Die Spiegelbilder, aber manchmal. Die Spiegelbilder sind Konzentration. Oder? Nee, ist es nicht. Steht nicht dabei. Ja, sehr gut. Das ist eine Konzentration. Ja, ja, ja. Dann machen wir noch Spiegelbilder. Wir haben zwar keine Aktion mehr, aber wir gehen einfach trotzdem hier vor. Weil sie müsste jetzt richtig viel Sachen haben. Ich weiß nicht, ob ich das hier reincasten will. Spirituelle Waffe. Ich glaube, das ist, glaube ich, hauptsächlich Kanonenfutter. Die haben 18 HP und keine großen Resistenzen. Die haben sogar einen Nachteil gegen Wuchtwaffen. Also ich glaube, die sind hauptsächlich Kanonenfutter. Die auf nicht-taktischen relativ wenig Schaden machen. Halt. Ja, komm, wir nehmen die jetzt doch noch und casten die hier hinten hin. Ja, ist schon ein Spiegelbild weg. Das ist aber die Masse, glaube ich, die die halt machen, was es echt blöd macht. So. Excellent. Excellent. Das darf ich, glaube ich, nicht mehr, ne? Ja, jetzt muss ich näher ranlaufen. Na gut, dann laufen wir mal so weit ran wie möglich. Das müsste aber dann gehen. Jetzt hier. 23. Batz! Schön. Ja komm, hau. Trox drückt sich aus dem Angriff nicht getroffen. Ah, oh Mann. So, ihr wollt ja eigentlich jetzt wahrscheinlich in der drin bleiben, ne? In den Dingern. Dann stellen wir uns mal hier hin. Wobei wir sollten wahrscheinlich sie erstmal reinlaufen lassen. Vielleicht stelle ich mich gerade jetzt äußerst ungünstig. Wo wurde der denn hin? Okay, das irritiert mich. Das
Das irritiert mich sehr. Hüpf. Nice. Down. Sollte wahrscheinlich die Sachen doch wieder wegmachen, oder? Also, wir machen jetzt erstmal alles auf die Waffe. Die Waffe ist wahrscheinlich dann gleich tot. Wir machen trotz kritischer Fehlschlag treffen sie die Waffe alle, ne? Ja, die ist nicht so oft dran, sind wir ehrlich. Sie ist nicht so oft dran. Untote vertreiben trifft leider nicht. Wir haben noch einen Stufe 1 und einen Stufe 4 Zauberplatz. Lenkendes Geschoss wäre Stufe 1. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich das Problem, dass ich genau das gleiche abkriege wie die. Übrigens macht das keinen Damage, ne, hier. Obwohl es auch dabei steht, die schwarzen Tentakel, dass die Damage machen würden. Ich bin wirklich verwirrt. Dann machen wir halt einen Fernkampfschuss. Nicht schnell hier. Wenn ich durchlaufe, macht das Damage, okay. Schädliche Dämpfe. Dem geht es nicht so gut. Aber gegen Gift ist er leider sowieso immun. Ich glaube, schädliche Dämpfe machen genau Gift. Nee, Säureschaden. Haha. Dagegen ist er nicht immun. Ja. Ja, hau mal einfach mal einen von denen hier. Batz. Und das war's dann schon. Damit ist nämlich die Waffe auch weg. Gut, dann sollten wir, glaube ich, den Bereich hier doch wegmachen. Dann wäre Dunkelheit doch besser gewesen, weil dann müssen sie rauskommen, sonst können sie uns nicht angreifen. Darf nicht im Nachteil gegen das Ziel sein. Ich kann mich aber verstecken. Dann kann ich das machen. Wieder einer weniger. Dann gehen wir ein Stück zurück. Dann gehen wir mal vielleicht ein bisschen aus der Reichweite raus von denen, hoffentlich. Also, Kampfrausch ist natürlich vorbei, ja klar. Was rast für das Böse? Oh no, das hört sich schlecht an. Untotenschutz erhalten. Ja, dann mach mal lieber Hunger von Hadar statt diesen komischen Tentakeln. Das habe ich irgendwie missverstanden. Könnten Tote beleben machen, das nützt uns aber nix. Also, die machen sogar Wuchtschaden. I don't know. Jetzt reinlaufen, dadurch geslappt werden. Sie steht, glaube ich, noch zu nah dran. Wir versuchen das nochmal eine Runde länger. Haben wir noch ein paar Runden davon. Vielleicht rennen sie jetzt rein. Ne, sie haben zu viel Reichweite. Wir müssen da weg. Wir müssen da weg, sonst treffen sie uns. Aua. Und sie machen außerdem ganz schön viel Damage. Yes. Moment, we need healing, ist richtig. Wir laufen mal hier weg. Sie hat zumindest ihre Konzentration aufrechterhalten. Wunden heilen. So. Zug beenden. Jetzt müsstet ihr jetzt reinlaufen, ja, und den Damage kriegen, oder auch nicht? Ach, come on. Sie haben echt super viel Reichweite. Damit sie mich nicht sehen können. Würde ich sagen. Kommt. Ja, das hört sich jetzt, das sieht gut aus. Okay, er steht echt immer davor, ne? Der schützt sie irgendwie, wenn er daneben steht. Okay, und irgendwas passiert jetzt hier. Hallo. Guten Tag. Ja, ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich noch mal eine Runde probieren, ne?
Er denkt nach. Ich glaube auch. Und er ist zum Ergebnis gekommen. Alles scheiße. Ab. Okay. Aber sie kriegen keinen Damage. Sie machen, kriegen einfach gar keinen Damage, wenn sie da durchlaufen. Die bleiben einfach nur hängen. Weil sie die Rettungswürfe schaffen oder was? Nee, wenn sie die Rettungswürfe nicht schaffen, bleiben sie hängen. Und wenn sie sie schaffen, laufen sie weiter. Aber sie kriegen keinen Damage. Hä? Das verstehe ich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Die kriegen keinen Damage davon. Nie. Von diesen schwarzen Tentakeln. Sind alle reingerannt, keiner hat Damage gekriegt. Und es wäre sogar Wuchtschaden gewesen, theoretisch. Blöd. Bin ich ehrlich. Blöde Beschreibung. Blöd. Du hast keine... Ich müsste jetzt die Spiegelbilder abcasten, wa? Wenn ich das machen wollen würde, wenn ich die Spiegelbilder behalten will. Die Spiegelbilder auf Stufe 4 abcasten. Keine zusätzlichen Vorteile. Ich weiß nicht. Ich gehe nochmal hier zurück. Und die auch nochmal da reinlaufen, ja. Bleiben einfach alle stehen. Ich würde eigentlich gerne mit ihm zuerst und die beiden warten lassen, aber das geht in dem Spiel nicht, ne? Das ist ein bisschen schade, ey. Das Spiel ist nicht in Reichweite. Darf ich im Nachteil sein, weil es zu weit weg ist wahrscheinlich. Kann mich hier hin sneaken. Ja, ich benutze deine Zauber wahrscheinlich sonst eh fast nicht. Ich kann eine Nebelwolke schon mal drüber machen, damit ihr nichts mehr seht. Hier so in dem Bereich, glaube ich, ist es eine smarte Option. Da könnt ihr dann nämlich nicht durchschießen. Seid ihr nämlich fucking blind da drin. Wenn ich das dann unten wegmache. Time for a new approach. Wenn man Leute beklauen will, weil sie dann auch blind sind und dann. So, jetzt bin ich aber schon. Jetzt glaube ich gerade bis rein, wenn ich das mache, ne? Aber ich glaube, ich laufe nicht in den Nebel. Sehe ich mich schon ein bisschen. Let's try. Frosch Bärenherz, da kriegt sie ja halben Schaden, das hilft auf jeden Fall. Ja, die Waffe ist, glaube ich, hier im Nachteil der Waffendamage. Keine Rast für. Ah, er ist. Oh, er spawnt Untote mit halbem Leben. Das ist eklig. Gut. Ach, jetzt kann ich da nicht reincasten, weil es... Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Scheiße. Das war nicht der Plan. Das war ganz und gar nicht der Plan. Kann ich hier das nicht markieren? Also ich will da hincasten. Ach scheiße, weil ich keine Sicht hab. Oh fuck, ey. Tja. Das geht natürlich auch für alle anderen AOEs, die ich auf dem Boden ziele, ne? Also wahrscheinlich auch. Ja, genau. Das, weil ich hier überall nicht hingucken kann. Ah. I fucked it up, I guess. Und dann versuchen wir wenigstens die da alle zu nehmen. Hunger von Hadar. So. Super. Moment, die müsste. Ich wollte gerade sagen, trotzdem aber. Bonus an Text kriegen. Dagegen. Die haben jetzt halt Bock auf sie, ne? Sind wir ehrlich. Ich hoffe, das überlebt sie lang genug. Wahrscheinlich wollen wir jetzt sprinten, ne? Weil wir haben ja die Sachen noch.
5 Runden lang. Das heißt, wir machen Sporten auf jeden Fall. Und wir fangen mit Springen an, damit wir möglichst weit kommen und rennen jetzt dahin, würde ich sagen. Batz, 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 batz. Guten Tag. In Nebel reinrennen damit wäre auch smart gewesen, ne? Weil das braucht ja keine Sichtweite. Voll supi smart, aber da, das habe ich jetzt nicht gemacht. Darf nicht im Nachteil gegen das Ziel sein, nicht im Nachteil gegen das Ziel. Wir können einfach Scheiße verstecken. Kann ich verstecken einfach beenden? Oder kostet mich das was? Kostet mich verstecken was? Den Nebel will ich jetzt eigentlich nicht mehr auflösen, weil dann haben sie hier komplette Sichtweite. Ja, oder wir machen einfach den. Plopp! Time to move. This could be fire, baby. That could be fire, baby. Verängstigt. Kannst einfach beenden, beziehungsweise wird einfach beendet, wenn du gesehen wirst. Achso, okay. Ja, danke. Nein, nee, nee, nee. Nein, ich wollte nicht. Spring zurück, bitte. Sehr schön. Schön, dass du so wahrscheinlich weit springen kannst. Das rennt ja durch den Hunger von Hadar. Kriegt aber keinen Damage dadurch, oder? Er ist nicht mehr blind. Wait a second. Bin ich dagegen. Ah, fuck, er wurde nicht weggeschoben. Ich dachte, er würde weggeschoben werden. Schade. Batz. Sehr schön. Der Hunger triggert auch nicht mehr irgendwie. Diese Runde, er hat nur einmal getriggert. Vom Damage her. Doch gleißend hat er nicht. Gegen gleißend hat er keinen Widerstand. Hallo. Hallo, Mister. Ich lauf auf jeden Fall mal zu dir ran. Weil dagegen hast du keinen Widerstand. Was? Aber hast du Hunger von Hadar, machst 2 Sekunden, wenn du deinen Zug darin beginnst und 2 Asset, wenn du deinen Zug darin beendest. Intrigen. Spiegelbilder? Ich glaube, nekrotisch ist auch widerstandsfähig, oder? Ja. Spiegelbilder oder lenkendes Geschoss? Oh, viel besser. Untote vertreiben. Und dann ein Upcast von einer Waffe. Let's go, wir machen den jetzt hier, wir nageln den jetzt hier fest. So. Das heißt nämlich auch, du kannst sogar den Nahkampfbombs machen. Fuck you. Und raffinierte Sektion Rückzug. Um wieder wegzugehen. Tschüss. Oh lol. Jetzt ist das... Nein. Er hat die Waffe blind gemacht. Klingt sinnlos. Finde ich nicht. Fuck yes. Fuck yes. So, wir sind jetzt im Vorteil tatsächlich, weil er blind ist jetzt. Nice. Moment, warum kann ich das nicht mehr... Achso, ich habe keine Überlegenheitswürfe mehr. No. Geh mal hier auf die Seite. Und ich würde sagen, bluten kann der wahrscheinlich nicht, weil es ein fucking Skelett ist. Deswegen einfach Truf da. Und nochmal Truf da. Nicht so viel Damage von ihm diese Runde. Kann Astarion Untote beißen? Nee, kann er nicht. Dieses Beißen geht nur auf Nicht-Untote. Kannst du bitte von mir vom Leib bleiben? Ziel zu nah ausgekugelt. Moment. Das können wir ändern. Ziel zu nah können wir schon mal ändern. Ausgekugelte Schulter ist aber immer noch blöd. Aber der wird echt nicht weggeschoben, ne, die Sau. Talk to me. Aber Moment, das ist rausgegangen. Das hilft uns ja sogar, ne? Guten Tag. Heilige Flamme, würde ich sagen. Dafür kriegt sie auch Trefferpunkte. Geil.
Du gehst hier hin und haust den. Ja. Okay, dann probieren wir nochmal hier den Nahkampf. Piu, piu. Sehr schön. Nice. Leider haben alle Hafner nicht überlebt, aber uns geht's gut. Komm. Speichern wir das mal. Vertreibt man sie ja gar nicht. Hey, dann sind sie aber tot. Moment. Hunger machen wir auf jeden Fall mal weg. Das können wir wegmachen. Nebelwolke. Ja, was kann bleiben erstmal. Irgendwann gewinnen wir das auf. Ah, was? Das bin ich, wenn du Damage mit einem Cantrip machst. Einster. Schleier ist halt Bullshit. Rettungswürfe, Konstitution. Nee, Nahkampfzauber. Daher kommt's. Genereller Nahkampfzauber, belebender Umhang. 7 temporäre Trefferpunkte für Nahkampfzauber. Sie ist sogar, würde ich sagen, fast noch besser als nur Cantrip. Weil es auch auf andere Sachen triggert damit. Stimmt, sie hat 8. Arkane Kunde, Säureschaden. Hier hat's es nicht. Hier hat's es nicht. Und hier ist auf Heilung. Da hat sie es auch nicht. Ja, das ist auch nicht. Jetzt musst du mir mal erklären, in welchem Equipment das noch sein soll. Das mit dem Toten reden. Ich habe nur das gefunden, nur den belebenden Umhang. Vielleicht hatte sie vorher einfach schon welche. Warum ist das Klauen? Moment, wenn ich von... Looking ahead. Warum ist das Klauen, wenn ich von ihr spiegel? Oh. Diabolischer Flegel des Myrkul. 2 bis 14, nur Haupthandbeharrlichkeit. Wait a second, ist das nicht voll viel besser als das, was sie hat? 7 bis 19, 6 bis 13, das ist sehr viel besser. Gibt es irgendeinen Grund, wenn du schickst, wenn du mit dem Schaden mit höchstens 2 würfelst, so würfe erneut und nimm das neue Ergebnis? Das ist einfach so viel extra. Den einen D6 nekrotisch ist halt heftig. Dann dürften es ja auch nur 7. Ja, weiß ich nicht. Spiel sagt nein. Ich glaube, sie hatte vorher schon 8. Und ich glaube, die wurden. Wobei, nee. Die hatten sie ja natürlich nicht. Die hat ja Damage gekriegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nimmst du es das. Und du scheinst damit auch deutlich besser zu sein. Das ist weiterhin Wucht. Du bist damit geübt. Hast Beharrlichkeit. Also, der hat natürlich diese Goldwaffe, ne? Wenn der Gegner Gold hätte, was sie aber fast nie haben, die NPC-Gegner, oder relativ wenig. Ja, der halt insane, weil der die Fähigkeit hatte, für Gold Damage zu machen hier. Das hier unten. Pulsstopper, 3 bis 6 Schaden. Nee. Kein Brusttrauma, nee, das ist es nicht. Moment, das hier. Aber das kommt von was anderem. Blutgeld. Kommt das von der Distanz? Nein, hä? Doch, es kommt da von Blutgeld. Dafür wäre das halt super gut. 3 Stichschaden pro 300 Gold. Aber ich glaube, NPCs haben nie viel mehr als 1000 Gold wahrscheinlich. Also wenn das 9 Schaden. Oder halt 0. Man muss halt, müsste wissen, wie viel Geld sie haben. Sind lustig, das Dual Wielding Fighter beide nicht zu nutzen. Weil dann auf alles den Necrotic Damage kriegst wahrscheinlich. Nein, never mind. Aber leider ist ein Dual Wield Crossbowman wesentlich besser als ein Dual Wield Fighter. Aha. Hier ist noch eine coole Pflege. Eingesackt. Die haben die anscheinend alle hier. Das sind die Skelette. Oh, da ist sogar was drin gewesen, was sich lohnt. Aber hier sieht man schon, die haben halt nicht mal ansatzweise die 300 Gold. Ich habe hier noch ein paar ungelootete Moment. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich will hier nicht allen Schund mitnehmen. Nur Sachen, die relativ leicht sind, die gut. Nein. Und sie gut verkaufen lassen. Den da will ich looten. Ja. So. Was haben wir hier alles? Loot, haben die gelootet?
Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ne, haben wir nicht. Rumpfgras und noch so ein Pflege. Wenn Astaran dank Sharpshooter pro Runde über 190 Damage machen kann. Xan foreshadowed John Builds. So, so. Very well. Also, sie sind jetzt gar nicht reingegangen. Ich geh mal hier oben gucken, was hier eigentlich abging. Hier war ja das, wo die Hafner und so reingekommen sind. Oh, hallo. Hier ist noch einer, der nie Teil unseres Kampfes war. Das ist ja spannend. Über die Klassen Powerplay und so, ja, sag ich ja. Guten Tag, Freund. Alter, poolen. Erstmal ein Slappen und noch ein Slappen. Finde ich gut. Und dann laufen wir hier schön weit vor. So ein Vorteil gegen das Ziel sein. Warum bin ich denn nicht im Vorteil? Das ist doch bedroht, sonst ging das immer. Na gut. Hier. Zack. Geht auch. Jede Klasse wird halt irgendwann OP, ist ja auch ein gutes Gefühl. Ja, tatsächlich. Es wäre blöd, wenn du meinst, die Klasse OP werden. Lumi hat schon gesagt, ich spiele mit dem Playthrough mit Lumi in den Mönch. Und wo ich halt die Bonusaktion bekommen habe, die Ressourcen kostet, dass ich. Das nehme ich mal mit. Dass ich zusätzlich angreifen kann. Also, wo du hier diesen. Was ist denn das? Hausthagel oder so? Genau. Heißt, glaube ich, auf Deutsch Topple of Blows. Genau, Fausttage. Angreifen kann als Bonusaktion und nochmal normal attacken kann. Also, was? Voll OP. Ich kann nur einmal angreifen. Weil sie spielt einen Baden. Aber Baden brauchen halt einen Moment. Ja, oder mit Fighter oder so. Dann kannst du einfach dreimal angreifen pro Runde oder so, was ich weiß. Es gibt ein paar Varianten, wo du einfach extrem häufig angreifen kannst. So, ja, die Fäuste haben. Ach nee, die hatten auf eigene Faust ein bisschen angegriffen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich ziehe jetzt nicht alle aus. Das habe ich nicht mehr nötig. Moment mal. Aber du kannst dir als Fernkampf noch einen Wurfspeer mitnehmen. Weil du bist ziemlich stark, du solltest ziemlich weit werfen können. Stab. Und Aufgang Wächterschlüssel. Ja, den mal mit. Man weiß ja nie. Das ist der Adept nämlich gewesen. So, warum schleppst du denn verfaulte Bananen mit dir rum? Bist du doof? In Kampf? Bist du eigentlich völlig neben der Spur? At the ready. Ist das hier? Das ist ein Hafner. Ihr habt nicht so richtig auf mich gewartet, ne? Oh, Good Berries. Du hast einen Speer gefunden, der zurückkehrt. Das ist ja mega gut. Monk 7 Rogue Driver, das war ja. Das hört sich sehr praktisch an, ja. Und so wie das klingt, hat Xani auch gefunden. Das scheint immer an der gleichen Stelle zu sein. Let's have a look. Weil es eine Legendary Waffe ist. Okay. So. Halb gegessener Apfel. Nicht genug Platz. Aber dahin darf ich springen. Nein, das ergibt ja voll Sinn. Das Spiel macht einen manchmal ganz schön fertig. Trocknete Schweinewurst. Und eine Kartoffel. Die halb gegessenen Apfel lasse ich hier. Halb gegessene Sachen nehmen wir hier nicht mit. Nee, ganz so weit bin ich noch nicht. Die Legendary Weapons habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Sind die Legendaries die pinken? Stelle Catherick Thorne, Reise auf der Straße nach Baldur's Tor. Okay. Wo sind wir hier eigentlich? Gefängnis der Türme des Mondaufgangs. Warum waren die hier oben alle am Fighten? Legendary Escape, okay. Nee, ich habe, glaube ich, mein höchstes ist pink. Ist noch eine. Oh, das. Da ist eine blutige Tür. Ich speichere mal lieber vorher. Hallo. Geht denn hier ab? Knochenhaufen sind hier nur ein paar. Sieht tatsächlich nicht so spannend aus. Also einfach nur eine Folter. Folterraum. Skalpell, Schriftrolle, falsches Leben. Oh, das nehme ich noch kurz.
und Schriftrollen mit Tieren sprechen, die sind relativ wertvoll. Oh, noch mehr Schriftrollen, gib mir. Schriftrollen nehme ich immer. Da kann ich aber nicht looten. Grün und Aussagt 1, dann hast du sehr viel Lack gehabt, würde ich sagen, wenn der Grün und Aussagt 1 ist. Klingt für mich zumindest so. Gehe ich da jetzt weiter rein? Docks. Achso. Bin ich wieder hier. War das nicht der ganz normale Eingang, wo wir reingekommen sind? Nee, das ist die Rückseite. Wow. Da, wo ich nicht hingekommen bin. Aber bestimmt hätte man hier auch irgendwo landen können. Chemistenfeuer. Stapelte Säcke. Da gibt es wieder nur ein bisschen Kleidung. Ich ist über dieses heilige Feuer. Das ist echt unangenehm. Ja, man hätte, glaube ich, hier rumlaufen können. Und dann hier. Dann wäre man, glaube ich, von hinten reingekommen, hätte vielleicht die Hafen besser retten können. Vielleicht. Ich glaube, es gibt auch randomisierte Ausrüstung so ein bisschen in dem Spiel. Das ist zumindest mein Gefühl. Dass zumindest ein bisschen zufällige Ausrüstung in dem Spiel rumliegt, weil ich habe auch nicht, glaube ich, nicht alles wiedergefunden. Von dem, was... was ich in meinem ersten Playthrough gefunden habe. Würde ich sagen. Also. Zentarim Versandkiste. Oh oh. Wave of sick familiarity radiates from one barrel amidst the cold. Tadpoles. Sleeping and scarcely aware, but echoing yours a hundredfold. There's so many. Enough for an army of mindless slaves. Deine Larve ausstrecken. Es kommt mir bekannt vor, dass sie... The winged serpent of the Zentarim. It seems their pursuit of profit extends even here. Ich will meine Larve nicht ausstrecken. Ich will die Dinger ja nicht gar nicht haben. Ich glaube, ich brauche dich mal kurz. Kann ich? Moment. Ich kann das Ding auch kaputt machen, oder? Ist sogar du die bessere von der Waffe her. Hau die mal. Das war vielleicht nicht das, das Smarteste. Geht das wieder weg? Wahrscheinlich. Ah, das ist Alkohol. Moment. Verbrennen die Scheiße einfach. Nur das Gefühl, die überleben das trotzdem. Wie das gerade aussieht. Still breathing, despite everything. Also ich wollte jetzt nicht mit meinem Gehirn da interagieren. Ich bin ja ein bisschen am Vermeiden von diesen Larven-Sachen. Deswegen. Oha, da gibt es noch drei Parasiten, die muss ich im nächsten Playthrough schnappen. Das ist mindestens fünf. Beziehungsweise. Also, wenn ich vermute, es sind fünf oder mehr als zwei, wenn ich es nicht kaputt mache, sondern wenn du nur chillst. Don't mind if I do. Oh. Habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich habe ich noch nicht einen Skillpunkt über die Parasiten geholt oder irgend sowas. Und das werde ich auch jetzt nicht tun. Wo sind die blöden Parasiten? Ans Lager senden. Weg damit. Weg mit dem Kram. Glocke Golem beschwören? Oh. Ist ein Knüppel, den man bekommt, wenn man einen Stuhl zerstört. Meinst du das Stuhlbein? Aber da gibt es noch tote gedankenschnelle Larven, aber die würde ich jetzt nicht mitnehmen, weil die... Ja doch, die kann man... Ja gut, die liegen aber einfach nur rum. Okay, die kann ich eh nicht mitnehmen. Ich hätte es ins Meer geworfen eigentlich, das Ding, aber das wollten sie irgendwie nicht. Das ging, glaube ich, nicht, deswegen...
Quick, Stan. Ist es jetzt, wie es ist? Es ist einfach kaputt gegangen. Und Alkohol abgefackelt worden. So ist das Haupt. In welchen Stuhl? Ey, nicht hier. Nicht too much Spoilerinnen und sowas von Interaktionen. Wenn das irgendein bestimmter Stuhl ist, will ich nicht wissen. Also wenn der, keine Ahnung, irgendeinen Namen hat oder an einer bestimmten Stelle steht oder sowas. Du müsstest es irgendwie privat schreiben. Bitte. Ah, hier sind noch Versandkisten von denen. Kann ja wohl hier unten drunter durch. Hä? What the fuck, Spiel? What the fuck, Spiel? In beiden Playthroughs, ja. Ich habe auch festgestellt, dass ich in Arc 1 einiges übersehen habe. Meine Fresse. Hier hätte man als Katze durchgepasst. Genau. Geh nicht außen rum, das wäre zu umständlich. Das ist schon richtig. Ich dachte vor allem gerade, ich bin instant tot, aber dann kann ich plötzlich auf Wasser stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mehr Bugs eingebaut haben inzwischen oder wirklich weniger Bugs wurden, weil ich bin ja auch dann hochklettert hier an der Stelle, ne? Also irgendwie ist er hier an der Stelle hochgeflitscht wieder. Und hier ist er einfach runter auf das Wasser, wo Abgrund eigentlich steht, also Dinge. Details, ne? Ja. Ja, ich glaube, weiter in die Richtung brauche ich jetzt nicht gucken. Muss ich mich nicht über das Zeug gehen wieder rein. Ey. Das Spiel, manchmal macht es einen ganz schön fertig. So, die Holzkoffer haben wir gelootet. Hab meinen Sohnemann da und mit dem noch ein bisschen was unternehmen. Bis dann, Xeli. Viel Erfolg, viel Spaß. Wie gesagt, ich drück dir die Daumen. Bis Ende des Jahres, hast du gesagt, ne? Jetzt Projektarbeit und dann Abschluss. Abschlussprüfung? Genau. Auf dass die Zeit dann wieder besser wird. Wünsch dir alles Gute. Und schön, dass du immer noch reinschaust. Das sieht interessant aus. Was ist denn da? Hallo. Macht ihr das da drüben? Ach, wieder nicht, ne? Well, hello. Wenn du hier hingehst, schaffst du es übrigens auch, Astarion. Das gleiche für dich, meine Dame. Warum bist du eigentlich die ganze Zeit so britzelmäßig unterwegs? Irgendwas verpasst? Segen von Saloon und Pixie-Segen? Magst du den Segen von Saloon nicht, oder was? Let's get going. Das sieht schlimm aus, wir speichern mal. Hallo. One day I'll catch a break. Wo sind wir hier gelandet? Nee, kann man nicht reingucken. Oh, ups. Ja, aber okay. Aber sie hat nur Tempel, hast recht. Let's get on with it. Aber jetzt hat sie es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Alright. Ja, hast recht. Habe ich mich verpeilt, Xan. Habe ich mich verpeilt. Okay, hier wurden irgendwie Leute geopfert. Hallo, Jules. Wunderschönen guten Tag. Auch an dich der Hinweis. Und sie schreien springen. Moment, haben sie wirklich geschrieben, dass sie schreien springen? Ich glaube, ich war da unten schon in dem Bereich tatsächlich. Und ja, man kann in solche Abgründe springen. Sieht mir nicht so vertrauenserweckend aus, außerdem würde ich gerne kurz noch in den Turm gucken, da war ich noch nicht. Ja, Xan, du hast jetzt auch nicht viel besser gemacht, also es ist halt schwierig zu sagen, hey, sowas nicht in den Chat schreiben und du hast es
hast es sehr ähnlich gepostet. Aber ja, Jules, auch für dich, es wäre schön, wenn du mich versucht, das Spiel ein bisschen selbst entdecken zu lassen. Und wenn ich halt Sachen nicht finde, dann finde ich halt Sachen nicht. Ja, Punkt. Aber wie gesagt, du hast es sehr ähnlich geschrieben. Gefangenenprotokoll der Türme des Mondaufgangs. Danke. Neueste. Also, was haben wir denn hier jetzt? Liste von Gefangenen, die in die Kerker der Türme des Mondausgangs gebracht wurden. Die Seite öffnet sich bei folgendem Eintrag. Ephion federleicht. In jünger Balthas das Obhut übergeben. Tod in der Zelle gefunden, Überreste in die Küche geschickt. Anushka hat den absoluten Treu geschworen, zur Unterwerfung weitergeschickt. Hinweis, jünger Balthas, das Experimente sind nun von oberster Priorität. Alle Gefangenen sollen bei seiner Rückkehr in sein Labor verlegt werden. Darunter Mina Pateron, Nicke Zelton, Wulprin Bongel. Ja, ich speichere ja auch vor sowas ab, wenn ich sowas ausprobiere. Also so ist ja nett. Das hier... hier macht man die Zellen auf. Hebel für Gemeinschaftszelle im Mondaufgang-Gefängnis. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Zellen geöffnet. Inversionspläne für die Schwertküste. Das kenne ich schon. Gut. Oh, die habe ich einfach übersehen. Noch eine Rauchpulverbombe. Gefängnisschlüssel benutzt. Anything of use? Ein Bücherregal. Oh. So, wir können hier noch nach oben gehen. Was geht denn hier ab? Goldkelch. Goldkelch hört sich immer gut an. Wieder Halskette. Ich nehme alles mit. Goldring. Ich nehme Goldring mit. Bitte. Brauch wohl mein Lockpick für den Nicht-Rogues. Genau. Okay. Aber ich habe ja einen Rogue. Los knacken. Easy. Ja, der hat plus 12. Und wir können ihm einfach plus 13 bis 16 geben. Ja, danke. Passt schon. No one back home will ever believe this. Was haben wir hier? Öl der Präzision, Tränke, Augen. Ja, einfach mal alles mit. Knapp, ne? Knapp, ja, ich weiß. Also Rogue sind da schon sehr gut. Ich glaube, selbst mein Hauptcharakter kriegt das gar nicht so kacke hin. Weil deine Fingerfertigkeit auch ganz gut dabei ist. Ja, oder man würfelt halt eine 1. Das ist so ziemlich das Einzige, wie man es verkacken kann. Aber wir haben genug Diebeswerkzeuge, müssen wir nochmal versuchen. 31. Entspannt. Let's get going. Pfeil des Humanoiden-Töters. Die Pfeile können wir beide Astarion geben. Das ist eher so Karlachs Ding und das nehmen wir mit zum Verkaufen. So. Haben wir noch ein Schränkle. Hier noch ein paar Sachen. Hier sind ja noch mehr. Hier gibt es richtig Loot. Oh, der ist aber offen. Diadem der Einschüchterung. Der Träger erhält einen Bonus auf plus 1 auf Zauberrettungs. Diadem der Einschüchterung gibt plus 1 auf Zauberrettungswürfe, wenn er bedroht wird. Wenn ich auf seinen Zauberrettungs-SG. Wenn ich im Nahkampf sozusagen Zauber wirke, ne? Dann ist es schwieriger, den auszuweichen. Ja, das passiert, Xan. Mir zum Glück nicht. Aber das könnte tatsächlich cool sein für dich. Weil du hast jetzt einen Bonus von einer Rettungswürfe gegen Zauber. Okay, du bist halt schlechter getroffen von Zaubern. Das mit dem irdischen Treffer ist wurscht. Und Konstitutionsrettungswürfe hast du bekommen. Das gibt aber nur, dass sie besser trifft mit ihrem Zaubern. Aber das ist Konstitutionsrettungswürfe. Das sind die Zauberkonzentrationen, die wir eigentlich behalten wollen. Und noch ein Rettungswurf gegen Zauber. Ich glaube, ich lasse den dunklen Justiziarhelm, den ich ausgeblendet habe, weil er echt nicht so cool aussieht. Wobei, sieht gar nicht so kacke aus mit ihrer aktuellen Ausrüstung.
Könnte man vielleicht sogar einblenden lassen. Aber bei Dialogen lasse ich dir alles aus, dass ich das alles ausblenden. Also bei mir, weil ich das irgendwie passend finde, die Maske im Dialog anzuhaben. Wenn ich einschüchtern plus eins kriege, dafür habe ich die überhaupt an. Dunkle Justiziarmaske. Nahkampf mache ich, glaube ich, nicht. Gegen Zauber mit Con-Rettungswürfen sind es allgemein sogar plus zwei. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich ja, ich glaube, ich würde es behalten. Beweistruhe, da ist nichts drin. Ihr habt keine Beweise, ihr Schweine. Da gibt es noch Bier. Jutesack. Luftige Sandalen. Schlafsack. Oh, Fallenschärfer-Werkzeug. Das nehmen wir doch mit. Dünnsohlige Schuhe, Invasionspläne. Ulprits Hammer. Das ist doch eher was für dich. Wenn dann. Der ist leicht, aber du hast was viel Besseres, ne? 7 bis 19, 6 bis 9. Kennen wir jemanden, der Wulprit hieß? Kettenhemd. Handschaufel, Ölflasche. Was ist denn eine Ölflasche? Zum Werfen? Sieht so aus wie zum Anzünden. Schafft eine brennbare ölige Oberfläche. Ja, kann man halt werfen und dann Boom machen, ne? Dann brennt es halt. Ja gut, nehmen wir mal mit. Ich glaube, jetzt haben wir hier die meisten Sachen. Karotten brauchen wir nicht unbedingt alle. Geht's hier oben noch irgendwo anders hin? Hier kann man nämlich rausspringen. Guck mal einer an. Aha! Hätte ich fast nicht gesehen. Okay, hätte man anders hochkommen können, glaube ich einfach. Frage ist, kam man hier auch irgendwo hin noch? Ich sehe jetzt nicht, dass ich irgendwo hinkommen würde, außer ich könnte halt in die Zellen rein. Und hier hoch und dann hier runter hüpfen in die Zellen. Aber die habe ich ja jetzt eh geöffnet, wie wir gerade sehen. Kann ich die noch erkunden? Ja. Und ich kann das hier außen runterlaufen. Eigentlich wurscht. Ist eigentlich wurscht, nehmen wir den zivilisierten Weg nach unten. Nehmen wir den zivilisierten Weg nach unten. Überlebensinstinkt habe ich, glaube ich, noch kaum eingesetzt. Hüllt eine Kreatur, die man gerade erreicht, sie null Trefferpunkt, so wird sie geheilt anstatt bewusst. Achso, ja, Überlebensinstinkt, deswegen. Ich hoffe, der Zustand heilt sich, die ausgekugelte Schulter. Ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Wahrscheinlich bin ich, wollte ich irgendwo abhauen und habe mir dabei die Schulter ausgekugelt. Was sagt die Tafel eigentlich hier? Let's see what this does. Zelle 1. Ja, gut. Gut, das hätte man sich denken können. Alles klar, einfach mal in der Gefängniszelle im Beton, also im, nicht im Betonboden, aber im Steinboden eine Truhe verbuddelt. Spannend. Mit 160 Gold. Spannend. Okay, schräg. Können wir hier mit Toten sprechen? Nee, das sind keine sinnvollen Körper, ne? Es sind keine sinnvollen Körper. Hier haben wir uns reingesprengt. Hier gab es noch ein Ding ins Buch, ein Gefängnistagebuch. Oh, hallo. Mit dir reden? Du siehst schon nahezu vollständig aus. Ja, nee, ist kein Ziel. Gut, dann loot man dich erstmal. Okay, du hast nichts dabei. Was ist mit dem Gefängnistagebuch? Man hört hier unten Dinge von Leuten, die nichts mehr zu verlieren haben, keine Geheimnisse mehr. Man hört, dass Catherick unberührbar sei, obwohl er das nicht ist. Dass er das eine oder andere Relikt im Mausoleum habe. Eine Verbindung, das hört man. Und man hört auch, dass die Verbindungen getrennt werden kann. Man hört lauter solche Dinge, aber meist von Leuten, die längst ihren Verstand verloren haben. So, hier können wir sicher auch reinspringen. Weiß nicht, was davon besser ist, ehrlich. Ich denke, die andere Seite wäre logischer, weil wir hatten schon mal dieses Vergnügen in den Mondaufgangstürmen mit so einem, sag mal, Tentakelwesen, wo mein Schutzpatron, weil ich Hexenmeister bin, sehr daran interessiert war. Und ich habe den großen Alten oder so als Schutzpatron genommen. Und deswegen habe ich mich von dem Ding runterziehen lassen. Und so waren wir schon mal in so einem Fleischebenen-Ding weiter unten. Aber da gab es nicht viel zu tun, sind wir, glaube ich, einfach wieder raus. So. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir versuchen, ich speichere mal vorher und dann versuchen wir mal da runter zu hüpfen. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen mit dem Hüpfen, ne?
Mein Pastor hat gesagt, er ist sehr interessiert an dem Wesen und mehr hat er mir nicht gesagt. Es ist bestimmt, wir springen in Abgrund, noch nie was Schlimmes passiert. Deswegen sage ich, er speichert vorher. Nämlich die Tage. Ich habe auch Fiend. Bist du dir sicher? Aua, das war ordentlich Damage. I bet it's cold too. Das ist doch die gleiche Stelle, wo wir schon waren. Okay, das ist jetzt doof, weil man sieht auf der Map, hier waren wir schon. Hat genau nichts gebracht, also hier, das kennen wir schon. Dann, und ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme, dann lade ich das mal. Das ist genau die gleiche Stelle. Moment, hast du nicht gesagt, du spielst Barde? Also ein zweiter Playthrough oder was, Xan? Bist du jetzt zweimal komplett durch? Wisst ihr, was cool wäre bei dem Spiel? Wenn sie der Community sinnvolle Werkzeuge geben würden, eigene Kampagnen zu erschaffen. Weil ich glaube, Divinity Originals sind 2 haben sie es gemacht. Das war ziemlich awesome. Okay, 80% Akt 3 im Warlock. Ja, genau, in DOS 2 geht das. Du kannst sogar, hast ja sogar den Dingens-Modus. Sprich, wenn wir schon jetzt gespeichert haben, auch in das andere Loch nochmal. Das da. Ich hoffe, weil das wäre echt cool. So, ab in den. Verjüngendes Miasma. Okay, hier ist auch die gleiche Stelle, kann das sein? Ja, genau die gleiche Stelle. Ja, gut, da haben wir ja richtig viel gekonnt. Also ich habe gesehen, dass es... Moment. Dass es hier noch eine andere Stelle gibt, aber da bin ich noch nicht hingekommen. Und da habe ich auch keinen Weg hingefunden. Hier ist ein Riesenpenis auf der Map. Von uns aus. Weil hier überall Wände waren. Also ich habe hier nicht gesehen, wie ich da hin könnte. Gut. Ja... Achso, später bei Definitive Edition vielleicht, ja. Ich glaube, bei Divinity Original Sin 2 war es relativ früh dabei, weil da war auch der Dungeon Master Modus sehr früh dabei. Genau, ich habe Great Old One als Patron, meinte ich ja. Die großen Alten, genau. Und der hat gesagt, der hat ein gewisses Interesse an dieser Kreatur, mit der ich mich da gerade verbinde. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mal runterziehen. Ich meine, es ist die gleiche Engine, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Werkzeuge sich so sehr verändert haben, ne? So, ja, dann gehen wir halt wieder hier, ne? Hier sollen wir ja eigentlich hin. Ich habe hier, glaube ich, nichts mehr weiter zu erkunden. Das mit dem da unten, wie gesagt, verstehe ich nicht ganz. Da waren wir, da sind wir sogar durchgelaufen. Ab durch die Treppe. Hauptstockwerk. Ja, mal grüne. Und hier waren wir aber auch schon. Wir sollten nach unten, ne? Glaube ich. Hallo? Den haben wir der. Die wird schon wissen, was zu tun ist. What's up for discussion? It's all up to you now. Catherick awaits. Haben wir jetzt? Jetzt muss ich kurz ins Questlog gucken. Volo ist zum treuen Verbündeten geworden. Der mächtige Wort der Ermutigung werden uns bei den kommenden Prüfungen begleiten. Moment, kann ich Volo als Barden jetzt mitnehmen? Die Türme des Motors stehen unter Belagerung. Es ist in der Zeit, Catholic Horn dem Kult der Absolut ein Ende zu setzen. Greife die Türme, wir haben uns bei Eingang, Mondaufgang, Nachtdieb befreit. Zu den Türmen im Mondausgang floh, sie will Catholic Thorn. Achso, ja, genau, wir haben Nachtlied befreit. Das war das, was sie. Ja, genau, das haben wir noch gemacht. Das heißt, theoretisch müsste Catholic Thorn besiegbar sein. Aber ich glaube, muss ich hier hoch, ne? Aber RP-Tisch ist Baldur's Gate nochmal besser. Ist nicht ganz das gleiche Gameplay, ein paar mechanische Unterschiede, ne? Orks der Dreitaghügel. Traps. Und über uns gibt's Gegner. Rolle rekrutieren, kann man hier lesen.
totale Besten gelten, die keine Befehle folgen, können sie doch so einfach so... Können sie dennoch eine wichtige Rolle in einer Armee erfüllen, wie jener, die wir versammeln, die vorausmarschierenden Schocktruppen? Heulende Gnollbersacker können Sturmangriffe befohlen werden, um Zauber und Geschosse der Verteidiger einzustecken, um Munition unserer Feinde zu verbrauchen. Okay. Das ist ja... Raxlins Hobgoblin-Waldläufer in die Wildnis und Sand, um Knollbanden aufzuspüren, ihr Blindanführer gefangen zu nehmen und diese wohlbehalten in Türmen. Okay. Das ist ja gemein. Die haben die Hobgoblins benutzt. Fies, fies, fies. Ochs der Traitorhügel. Okay, das hat's jetzt nicht vorgelesen. Manchmal verstehe ich nicht, wann ich das automatisch lese und wann nicht. Die Verstümmelung von Agent Moss, wahre Seele 26. Durch Fürst Herats Wachen bei der Festung Ringfork ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass unsere Strategie, die Orks für die Hügel als Verbündung zu gewinnen, überdacht werden muss. Einen Boten zu schicken wurde als ein Zeichen der Schwäche gedeutet, daher sollten wir bei unserem nächsten Versuch eher Dominanz ausstrahlen. Die wahre Seele unter uns, die am besten die orkische Bräuche versteht, ist zweifelsohne Herr Jax von Skornubel. Er soll in Begleitung von zwei Ogern gehen, um Fürst Herat persönlich herauszufordern. Wenn war Fürst Herat nicht der Typ von Will? Oder was ist das jetzt ein anderer? Ich komme den Namen leider durcheinander bei dem ganzen Quatsch. Also bei den ganzen Namen. Es gibt so viele Namen. Jeder fucking NPC ist benannt. Sogar sinnvoll benannt. Ich glaube, sie doppeln sich auch nicht großartig. Es ist so schlimm. Mit der L2-Nachmittagsprogramm Drehbuch. Achso, wegen wahre Seele 26, weil er 26 ist. Von Moss als Grund dafür nennen. Nämlich herauszufinden, wie bestimmt. Jax wird Herat besiegen und ihn dann dazu zwingt, der absoluten Treue zu schwören. Und im Gegenzug werden wir Herat bei der Unterwerfung der anderen beiden Trielter-Stämme unterstützen. Informiert Herrn Jax, sobald er aus dem Scharfzahnwald zurückkehrt. Jüngeren Srell-Name. Okay. Jo, die Heine sind vom Tisch. Das ist hier wahrscheinlich alles so Story, was schon alles vorher passiert ist, wa? Dem Schreiber Jantus und General Catherine, die Tetroiden sind aufdringlich und sehr streitsüchtig. Ich habe schon so manches mit ihnen erlebt, was mir eine Warnung sein wird, sie nicht zu unterschätzen. Sie werden den Aufstieg der Absoluten in ihrer Nähe gewiss nicht gutheißen und können zu einem ernsthaften Hindernis werden, wenn wir sie nicht vorher aus dem Spiel nehmen. Ich spreche hier zunächst vom Smaragdhain und dem Mantelwaldzirkel. Weil ich es mitbekommen habe, zählt Baldur's Gate 3 zum D&D-Kanon. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das wurde mit dem Segen von Wizards gemacht. Achso, die meisten NPCs sind auch eine D&D-Lore an dieser Stelle. Das stimmt. Das ist mir schon aufgefallen. Weil ich bin hier voll im Magic-Ding seit ungefähr einem Jahr drin. Und es gibt eine Erweiterung, die sich... Es gibt eine Erweiterung, die sich zu den Abenteuern in Forgotten Realms bezieht. Da geht es eher um die Monster und so weiter. Da geht es weniger um die... Sag mal... einzigartigen Charaktere, aber es gibt eine Erweiterung, wo du legendäre Charaktere brauchst, also Commander-Format. Und da gibt es eine Commander Legends Schlacht um Baldur's Tor Erweiterung. Und die kam vor einem Jahr raus und da sind auch sowas wie Karlach drin, da ist glaube ich Will drin und so weiter. Die kannst du halt dann als Commander, als legendäre Kreaturen spielen. Da habe ich auch so gedacht, huch, na, ob das mal nicht eigentlich geplant war, dass das gleichzeitig erscheint, weil das super viele Charaktere sind, die in diesem Spiel auch wieder drin sind. Also ja, ich würde auch sagen, das zählt zum Kanon. Und ist mit Sicherheit abgesprochen. Mantelwaldzirkel, wir werden sie ohne den Einsatz beträchtlicher Kräfte nicht besiegen können, aber... Mantelwaldzirkel haben wir nicht getroffen, wir haben nur Smaragdhain getroffen. Vielleicht von innen heraus neutralisiert werden. Druiden achten das Gleichgewicht der Naturkräfte nicht, grinsen Jantus. Wichtiger als das Wohlergehen der Menschheit und in extremen... Form verkörpert dies die Fraktion, die als Schattendruiden bekannt ist. Wir fechten die vollständige Trennung der Zirkel von dem, was sie als die Übel der Zivilisation betrachten. Wir müssen die Anführer der Schattendruiden finden, sie uns mit Geschenken gefügig machen und gleichzeitig mit Drohungen einschüchtern. Sie müssen erkennen, dass das Weiseste und Höchste von Druidenzirkel ist, neutral zu bleiben, wenn das Heer der Absoluten auf die verdorbenen Städte des Zivilisierten marschiert. Jüngeren Srell wird einen eigenen Agenten bestimmen, der mit den Anführern der Schattendruiden verhandeln wird. Das Ziel ist, sie alle mit Larven zu infizieren. Uch. Das klingt eklig. Sind wir ehrlich. Das klingt ganz schön eklig und bäh und mäh und so.
So. Aber hier soll ich nicht. Hier darf ich hoch. Aha. So, da oben, hier oben ist wahrscheinlich noch ein Fight, weil da waren noch rote Punkte. Speichern mal. Weil ich glaube, hier oben könnte Catherick sein. Catherick Thorne. Oder so. Die Kamera macht ein bisschen wilde Dinge. Wodurch ich immer wieder durch an Sachen hin. Ups. Das war nicht so smart, wa? Ja, gut. Ist halt auch eher Dubisch, der Faddy. Der Faddy unter uns. Hier durchsprinten geht nicht. Einschüchtern auftreten, ja. Einschüchtern auftreten im Vorteil ist wurscht. Tapferkeit der Unterlegenen. Ready for this. Knees high. Guten Tag. Ja, die gucken mich jetzt hier komplett an, ne? Das ist natürlich blöd. Wo habe ich denn das her? Ups, falscher Topf. Wo habe ich das her? Den senkten Strahl. Also, hiervon. Wirke möglichst brennend, wenn du eine Waffe triffst, während du versteckt oder unsichtbar bist. Oder senkender Strahlschuss. Kann ich einfach immer machen? Das kostet gar nichts. Kostet ja gar nichts. Das ist voll stark. Oder bin ich doof? Wie ich meine, das macht. Wie viel Damage macht das Ding? Bin ich auch nicht dabei, wie oft ich das habe, ne? Ach doch, kurze Rast. Einmal pro kurze Rast. 8 bis 48. Dann hätte ich ja wohl die beiden wegballern können damit, oder? Ah, nur einen weggeballert. Schade. Gehen wir zurück. Hey, sie ist teleportiert, die Sau. Au. Das war ein Feuerball. Das war ein Feuerball. Junge. Junge war das ein Feuerball. Hast du Resistenzen? Nee, Beharrlichkeit, Grabmagie. Okay. I got it. I got it from my mama. Wir machen, glaube ich, den nochmal weg. Und den nochmal weg. Okay. Schade, aber jetzt haben wir nur noch sie. Du hast keinen Zauber mehr. Das heißt, du stellst dich vor sie und benutzt Heilige Flamme. Batz. 13. Geil. Bin ich gut? Dann kannst du nämlich, entweder können wir das machen. Ja, guck mal, wir können sogar hier. Pieks, pieks. Das ist so übel. Wir können nochmal einen Nahkampf-Zweihand machen, aber der macht nicht viel, ne? Der macht halt 2 bis 7, aber wir können es schon tun. Oder wir machen halt einfach die Rückzugaktion. Moment, da, die finde ich durch besser. Oh fuck, ist wieder alle blind. Das vergesse ich immer wieder, dass der Nebel bei Rückzug kriegt. Na dann. Zack. Was? Hä? Ich glaube, hier kommt noch was. Da ist es. So. Ja, bei dem Hauptcast Fireball, das hab ich auch gedacht. Haben auch ordentlich ins Gesicht gekriegt, sind wir ehrlich. Ich glaube, ich will nochmal eine lange Rast machen. Ja, manchmal hängt die Aktion ein bisschen. Das ist auch so mein. So, Schriftrolle mit Tieren sprechen. Nee, mit Toten. Und mit Toten sprechen? Und nicht mit Toten sprechen. Ruhm der Absoluten. Lesen. Wir treten in Ehrfurcht vor die Absolute und ihre wahre Seele. Frohlocken über die drei Herrlichkeiten der Zugehörigkeit und über die drei Herrlichkeiten der Zugehörigkeit genießen den Lohn für Taten, die pflichtgemäß im Namen der Absoluten getan wurden. Die erste Herrlichkeit ist unsere Bestimmung, die uns mit Entschlossenheit erfüllt, alle Sterblichen die Freude der Verehrung der Absoluten zu bringen. Ist halt einfach garbage und wow. Wow, Xan. Wow, that escalated quickly. Vor allem von 100. Ich bin ehrlich,
bei sowas wie Spielen, was eine extrem subjektive Bewertung meiner Meinung nach ist, finde ich jedes Bewertungssystem, was detaillierter als 5 Punkte ist, Quatsch. Also, gerade wenn es dann auf 10 Punkte geht und mit 0,5 Stellen von IGN zum Beispiel arbeitet oder so, dann ist es so. Also, das ist einfach ein Top 100 Spiel. Nee, aber jetzt wirklich mal, also jetzt, ne, Real Talk mal und so. Ich finde es einfach, Spiele sind subjektive Medien, Genussobjekte wie Kunst und du kannst sagen, okay, irgendwas ist gut gemacht, irgendwas ist richtig gut gemacht, nicht so gut oder hat generell Probleme. Deswegen finde ich die 5er-Skala eigentlich völlig ausreichend. 3 ist halt, ja, du musst es schon mögen. 2 ist, es ist schon ein gutes Spiel und 5 von 5 ist halt einfach wirklich gut und 2 und 1 ist halt, es ist echt nicht so gut und 1 ist eine absolute Katastrophe und das, mehr Einschätzung brauchst du also nicht. Ist eine 5 von 5, das ist richtig, genau, es wäre dann auf dieser Skala eine 5 von 5. Eine 10 von 10 bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, weil, wie gesagt, es ist sehr buggy, zumindest sobald du es, es ist wirklich buggy, wenn du es im Couch-Coop Split-Screen mit Controller spielst. Was zum Beispiel mit Controller auch nicht geht, ist, du kannst ja hier jetzt, Moment, du kannst ja hier jetzt immer sagen, hey, ich will mein Nahkampfwaffenset wieder rausholen oder mein Fernkampfwaffenset wieder rausholen, auch wenn ich alle Aktionen gemacht habe. Das geht auf dem Controller nicht. Gibt keine Taste dafür, dass die Ausrüstung zu wechseln. Zumindest habe ich es nicht gefunden bis jetzt. Ja. Solide 5 von 7. Nice. Aber ja, also das Spiel ist sehr, sehr gut. Aber ich bin, glaube ich, nicht ganz so krass gehypt wie viele andere. Was ist denn hier eigentlich Holzkohle? Kann ich damit irgendwas machen? Darf in deinem Komponenten, darf in keinem Komponentenbeutel fehlen. Es ist einfach fucking Holzkohle. Falls wir das irgendwann mal brauchen. Und hier war ich gerade am Lesen. Die Freude der Verehrung im absoluten Bringen. Die Zweideiligkeit ist ja Gehorsam. Die Wonne zu wissen, dass wir über uns selbst erheben, wenn wir unseren Willen den Befehlen der Absoluten ergeben. Die dritte Helligkeit ist Herrschaft, denn der Gehorsam gegenüber der Absoluten erhebt uns über andere Sterbliche und es ist gerecht, über sie zu herrschen. Ich habe sehr stark das Gefühl, wir wägen so ein bisschen in Nazi-Ideologie. Bin ich ehrlich. Als cooles gut gegen Durchfall. Weiß ich nicht, Mipellino. Das Spiel ist sowohl für die PlayStation 5 rausgekommen, als auch wird es für die Xbox Series X rauskommen. Ich finde, da muss es schon für Controller auch gedacht sein. Und sie haben einen Splitscreen-Koop eingebaut. Womit willst du denn sonst spielen, wenn nicht mit Controller? Also, ich glaube, Windows hat immer noch Probleme, wenn du 2 Tastaturen und 2 Mäuse ansteckst und die getrennt benutzen willst, weil Windows, glaube ich, immer noch keinen zweiten Mauszeiger zum Beispiel unterstützt. Geht einfach nicht. Das ging früher mal. Ich glaube, das erste Siedler, da konntest du, damals wurden Mäuse noch per Com-Anschluss angesteckt, und beim ersten Siedler konntest du, glaube ich, mit 2 Mäusen spielen. Aber das war 1991. Und das hat, glaube ich, auch nur Siedler selber gemacht. Seitdem gibt es, glaube ich, keine Unterstützung von Windows mehr für 2 Mäuse. Wow, Xan. Wow. Okay. Holzkohle nehmen wir nicht mit. Hier ist eine verzierte Tür. Oh, cursed to put my hands on everything. Fuck? Da wollte ich vielleicht vorher rasten. Wir müssen den letzten Kampf, glaube ich, nochmal machen, weil ich will da nicht ungerastet reingehen. Ich dachte, die Tür geht einfach nur auf. Nicht, dass die nach oben geht. Deswegen, ich gucke mir die Zwischensequenz gleich nochmal an. Aber ich dachte, die Tür geht einfach nur auf, weil da dieses Zahnrad-Ding war. Aber wir müssen uns merken, Türen mit Zahnrad gehen nicht auf. Türen mit Klappe gehen auf. Ja, ich habe eine Weile nicht gespielt. Mit dem Klappsymbol gehen auf. Mit Zahnrädern, da passieren andere Dinge. Hier hat man nämlich noch gespeichert. Never wanted the easy path. So, dann können wir aber diesmal ja auch direkt mit dir nach vorne gehen. Sind wir mal ehrlich. Kann übrigens Eisbooster von Edeka nicht empfehlen. Der schmeckt zwar so ein bisschen wie ein Eisbonbon, aber irgendwie ein Minzgetränk süß zu trinken ist irgendwie weird. Hallo. So. Dann würde ich mal sagen, du läufst rein und haust die Leute.
Danke. Du darfst nicht brüllen, aber wir haben keinen Kampfrausch mehr. Dann springen wir da hin. Wir können, glaube ich, sogar noch gerade genau. Wir können genau noch in Nahkampfreichweite gehen. Perfekt. Mach mal den weg. Kritischer Fehlschlag am Arsch. Hallo. Achso, die können sich teleportieren, da war ja was. Oh oh. Aber wir haben ihn wieder gefressen. Halt mal fest, wir haben ihn wieder gefressen. In Feuerball. Rettungswurf, heilige Flamme geschafft. Ach, dammit. Jetzt passieren ja aber auch Dinge, ey. Da habe ich echt nicht so viel Bock drauf. Da habe ich echt. Achso, ich glaube, mein schauriger Stamm macht ja auch Energie. Warum suche ich eigentlich immer bei Energieschaden nach den Bomben? Ich habe doch einen schaurigen Strahl dabei. Da komme ich nicht hin. Das ist nicht so smart, ne? Sind wir mal ehrlich. Und da ich eh noch mal eine Runde dingensen will, können wir die Blitze machen. Gut. Dann hauen wir hier halt zu. Zack. Und zack. Und hier geblieben, Teleporter-Tante. Ei, ei. Hallo. X. 48, alter Falter. Er hat dir einfach 48 ins Gesicht gegeben. Das ist so übel. Guten Tag. Todos bringt mich irgendwie dagegen. Haha. Ja, gleißend, ne? Ziel darf nicht unbelebt sein. Ach, dammit. Das funktioniert nur auf den. Hm. Dann hauen wir den halt jetzt. Batz! Nice. Guten Tag. Still breathing, despite everything. Halt, passiv. Oh, das gar nicht an. Ja gut, das brauche ich nicht wundern, warum es nicht weggeschoben wird. Wenn's aus ist. Jetzt verprügeln wir dich. Und zwar richtig heftig. Heftig mächtig. Und dich auch. Ich glaube, wir können hier hingehen, mein Freund. Um den Nahkampfangriff zu machen. So. Jetzt müssen wir natürlich nochmal alles looten hier. Das ist natürlich blöd. Schattenherz hat, glaube ich, schon so ein Ding, fällt mir gerade ein. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass wir das mal machen müssen. Ich habe hier einfach. Ich habe die geschmückten Totenköpfe einfach nicht für voll genommen, sind wir ehrlich. Ruhm der Absoluten haben wir. Schriftrolle und eine Holzkohle nehmen wir nochmal mit, so wie es vorhin war. Die Tasse. Hier wird noch rumgestöhnt. Die Tür ist als Clown markiert, ist ja auch spannend. Machen wir mal Licht an. Ist eigentlich immer alles dunkel. Was sollen die denn? Warum ist hier immer alles dunkel? Man könnte fast meinen, die mögen irgendwie die Helligkeit nicht. Huch. Und die Katze anmachen. Oder die haben Angst, dass es hier abbrennt. Das kann natürlich die andere Option sein, ne? Die haben einfach Angst vor Dummheit und dass es hier alles abfackelt. Ich glaube, hier sind wir letztes Mal lang gar nicht lang gegangen.
Es sammelt absolut Energie zu sparen. Nice. Auch eine gute Begründung. Die wäre ich jetzt gar nicht gekommen, ja. Ich hätte eher gedacht, die sind einfach. Die wissen um die Dummheit ihrer Leute. Und dann ist Feuer gefährlich. Dann ist das ganz schnell mal umgeworfen und alles brennt. Schreiben Catherix. Dich haben wir vorhin nicht gefunden. Neuester. Lesen. Gortasch, der Ton für eures letzten Briefs war unangemessen. Ihr mögt dem Herrn der Tyrannei folgen, aber ich bin weder ihm noch euch Rechenschaft schuldig. Moment. Herrn der Tyrannei ist aber nicht die absolute. Das ist dann hier irgendwie Baldur oder sowas, ne? Nee, nicht Baldur. Mir fällt mir der Name nicht ein von dem einen Gott, der in dem zweiten Baldur's Gate 2 ein Thema war. Die hatten wir vorhin schon. Verdammt. Die Auserwählten tragen keine Schuld daran, dass das Artefakt verloren ging. Oh, es kam zu unvorhersehbaren Ereignissen, wie immer. Ich honoriere eure meisterhafte Strategie und euren brillanten Verstand, aber euch fehlt die nötige Erfahrung, die zu Geduld und Gelassenheit führt. Wir werden das Artefakt finden, die Pläne unserer Feinde durchkreuzen, wir werden triumphieren. Und zeigt uns, dass ihr ebenso zuverlässig wie brillant seid. Okay, also das ist wahrscheinlich das Artefakt, was wir haben, was abschirmen kann gegen die Absolute. So ein lila Typ, Universal Hero. Ist ein Dota 2 Hero, so ein lila Typ, Universal Hero, ich habe keine Ahnung. Das nützt mir genau nichts, gesagt, diese Aussage, so, aber hier, da, hierhin geht doch auf, so. Das speichern wir nochmal, aber wir hatten... Wir haben keine... So, unser guter Dude, du machst hier nochmal Schloss knacken. Ich hoffe, ihr macht mir keine, dreht mir keinen Strick draus, wenn wir hier sowas machen. 33, ganz entspannt. Wir steuern jetzt immer ein bisschen, weil das sind ja nicht so spannend. Ja. Hallo. Breathe deep and move. Leichnam. Gravierte Grid Yankee-Scheibe. Oh. Lesen. The disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. It closely resembles the disc that Lazelle deciphered. This time, the symbols easily resolve into coherent words and sentences. The story of Orpheus further unfolds. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Gestil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver. That his flesh was torn and fed to the great red dragon, Ephelaman. Vlakith's faithful roar out this tale. But beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlakith's tyranny. Nice. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Ja, kann ich. Praise be to your son, Orpheus, the true heir. Prince of the Comet. The chapter ends there. This disc might be of some interest to Lazelle. Anscheinend kann ich das. Weil ich habe die Quest dazu und ich glaube, ich war so ein bisschen dabei. Ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Intelligenzwurf geschafft, um das zu lesen. Und ich glaube, seitdem kann mein Charakter quasi den Scheiß lesen. Glaube ich. Aber ich soll es ja trotzdem Lazelle geben. Also ich glaube, die Quest geht nicht so viel weiter, wenn ich es Lazelle nicht gebe. Balthasar, Nekromantin. Balthasar war das, was ich, glaube ich, vorhin gesucht habe. Nekromantin, Kresser, Knochentochter, dem Datum nach von vor 2-10 Tagen. Jetzt kann ich Karlach geben? Daran hätte ich aber nicht gedacht. Das ist ein Hinweis, ist aber auch ein bisschen ein Spoiler. Und ich hätte daran nicht gedacht. Also ich bin ehrlich, daran hätte ich nicht gedacht. Ich hätte dann halt nicht das gute Ende von Karlach gehabt. Nee, das finde ich doof, das habe ich nicht dran gedacht. Ich verstehe, was da passiert. Ich habe das Thema mit ihrem Quest schon und so, aber... angesichts des Zustands, der gefallen, hätte ich nie erwartet, dass Kressa noch in der Lage wäre, ihn zu retten. Ich hatte gehofft, dass
Das geschlagene Ding würde sterben. Das wäre auch sein Wunsch gewesen. Es ist ja nicht so, als ob Kressers Studien viel beweisen würden. Das Ding wurde beim Angriff schlimmer beschädigt, als die Larve hätte anrichten können. Sie scheint an dem abscheulichen Wesen zu hängen, also soll sie damit spielen. Ein weiterer Eintrag, ein 10 Tage später. Hätte Kress nicht erlauben dürfen, ihr Haustierchen zu behalten, seit es auf einen der Nautiloiden verfrachtet wurde, ist es untröstlich. Es wird dort draußen nicht überleben. Es braucht mich. Sie sind nicht wie die anderen. Moment. Seit es auf einen... Ist sie untröstlich? Ist nicht wie die anderen. Das wilde Ding wird einen guten Krieger für die Absoluten abgeben und meine beste Assistentin ist abgelenkt, weil sie es nicht vergessen kann. Pah, wird mir schon bald wieder gefügig sein. Okay. Gibt also irgendwie Nekromantinnen. Was finden wir denn hier sonst noch so? Da ist ein Leichnam. Also hier sieht es auch ziemlich blutig aus, wenn mal ehrlich, ey. Hübsch ist anders. Achtung, Akolyten. Achtung, Akolyten ist der Zutritt zu meinen Gemächern nur zur Abholung von Mondlaternen gestattet. Niemand macht sich an, meine Bibliothek zu schaffen. Der Absolute erfreut sich an eurem Lerneifer, meine Bücherregale hingegen nicht. Anfragen zur Auslese im Voraus an mich zu richten und werde mich mit Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Solltet ihr Informationen über Gifte suchen, denkt nicht einmal daran, dass meine Bücher zu diesem Thema zu lesen. Sie neigen dazu, größeres Wissen zu vermitteln als das bloße geschriebene Wort. Denkt daran, ihr könnt den Absoluten besser mit einem schlagenden Herz als einem vergifteten Verstand dienen. Wenn ihr euch über den Tod entscheidet, was, wenn ihr euch aber für den Tod entscheidet, werde ich dafür sorgen, dass ihr weiterhin dient. Ne, nicht lesen, ich wollte es aufheben. Feuerschale aus Kupfer, Gehirn. Blutbank, Moment. Don't touch me. Blutbankflasche? Ne, das wollte ich nicht. Aber das wäre ja voll gut für ihn, oder? Kannst aber nur werfen. Stern, kannst du mir geben. Looking ahead. Ich glaube, wenn du das realisierst, brauche ich sie nicht mehr geben. Ist so mein Gefühl. Da ist noch ein Herz. So. Vorstehendes Buch. Ups. Alles antatschen war aber nicht die beste Idee. Ah, der hat es jetzt wiederbelebt. Die hat es jetzt wiederbelebt. Hat der weiterlebt? Darf man nicht. Ja, die No-Brain-Klasse. Ich meine, du spielst die No-Brain-Klasse? Also Barbar oder was? Hau den mal noch. Danke. Kann einfach stehen bleiben. Können wir das passiv wieder anmachen? Okay. Das hervorstehende Buch war wohl falsch. Gibt es richtige hervorstehende Bücher? Das ist so ein bisschen die Frage. Probier mal. Oh. Drowgift. Ich habe über Drowgift mal schon gelesen. Wie man das herstellt, ja. Moment, Händler? Oh. Wonder if the gods are watching me. Watch your back. Hardly a challenge. Oh, 30! Oh shit! Ja, das wird schwierig. Okay, ist schon wieder vorbei. Uff. Okay, das war auch ein falsch. Alter, Fall, ey. Frechheit. Und das dritte hervorstehende Buch? Gegenstand, ein uralter Altar. Hat beim Altar Klick gemacht. Hebel. Hätte ich mal den Hebel benutzen sollen, um rauszukommen. Das wäre smart gewesen. Ich bin nicht smart. Halten wir das mal fest.
Das sind wieder Zutaten. Alters- und persönliche Notizen 3. Bestellung für nächsten Karawane. Werke von Mordenkain. Muss mich auf den neuesten Stand bringen. Kein Volo, besser ein Jahrhundert des Unwissens. Kein Volo, besser ein Jahrhundert des Unwissens. Dünnes Pergament. Hält Tinte wie sonst nichts. Von einem Akolyten nehmen. Neue Ausgabe von Schneller und plötzlicher Tod für Bibliothek. Derzeit Exemplar stark verbrannt. Schneller und plötzlicher Tod. Schneller und plötzlicher Tod. So, so. Das wollte er haben. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, was man da reinmacht? Mondlaterne. Oh, hier ist eine Mondlaterne. Ich bin überladen. No! Sortieren wir nach Typ und geben mal die ganzen Bücher zum Beispiel auch ins Lager. Ne, warte mal, wir hatten einen Rucksack dafür, ne? Das war, glaube ich, das hier. Ja. Die ganzen Sachen. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe einmal zu viel geklickt. Einmal zu viel geklickt. So. Frage ist, was habe ich denn jetzt, was so viel wiegt? Außer dieses Buch. Buchstapelding. Gib mir das mal in Karlach, dann sind wir nicht mehr überladen. Ja. Alchemiebeutel mit 15,6. Oh, müssen wir mal kurz herstellen, glaube ich. Aber das wird auf jeden Fall leichter dann. Tränke freigeschaltet, aha. Schalten hier auch Tränke frei, wenn wir hier Sachen herstellen. Und alles extrahieren. Oh. Das wird so einfach. Ups. Voll smart. Aber er macht nicht direkt alles. Hab einen Bug gefunden. Gehe ich mal stark von aus. Übergift kann man herstellen. Öl der Schärfe. Die 61 ist scheinbar falsch, würde ich auch sagen. Ja, wahrscheinlich am Anfang vom Öffnen richtig. Giftsporengranate. Dass mir hier nicht steht, was die Dinger machen, finde ich echt nicht so cool. Also ich müsste jetzt nachgucken, wenn ich so ein Ding schon habe, was das macht. Aber es wäre doch gut, hier eine Beschreibung zu, also eine sinnvolle regeltechnische Beschreibung zu kriegen, was das macht. Macht das Giftschaden? Ist halt nur so eine RPG-Beschreibung, ist ein übler Gestank, der davon aufsteigt. Aber wenn ich es herstelle, müsste ich doch wissen, wofür. Hastsporngranate, Herzlichtbombe. Die Reflexion eines fremden, aber hübschen Sterns. Suspension matschigen Schleim, Essenz aus Nachtlicht. Herzgranate. Elixiere, Arkanenkultivierung. Arkanenkultivierung gab einem, glaube ich, extra Zauberslots. Und die mächtige Arkane-Kultivierung war sogar ziemlich cool dabei. Hatte letztlich aber auch nur, also habe auch nur einen dann. Resistenzen, Wachsamkeit, türkischen Bewegungen. Halbgefroren Honig fließt aber so frei wie Quecksilber. Quecksilber ist auch nicht gerade mega frei fließend, bin ich der Meinung. Blutdurst. Stellen wir mal einen her, mal sehen, was passiert. Elixier der türkischen Bewegung hört sich eigentlich ganz gut an für Astarion. Wenigstens Rindenhaut. Nekrotische Resistenz. Das hört sich auch ziemlich praktisch an aktuell. Grenzenloser Fokus, Blutdurst, Heldenmut. Kolossus, unsichtbare Szenen, Larvenelixier. Tränke, Heiltränke. Überlegene Heiltränke. Federfall, Gedankenlesens. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Treibe in diese Flüssigkeit eine wilde Konstellation von Gedanken. Ich glaube, ich habe ich noch nie benutzt, weil ich glaube, dann könntest du theoretisch noch andere Optionen noch freischalten in Dialogen.
Oder machst du dann, bist du automatisch dann oder hast du Vorteil? Du sollst ins Inventar gucken. Heute kann ich das nicht. Natürlich machst du das Fenster wieder zu. Habe ich nicht noch einen Trank des Gedankenlesens hier? Mit dem Gedanken der Kamatron, um dich zu erinnern. Du kannst die Gedanken immer öfter der Kreaturen lesen, wenn du mit diesen sprichst. Das nicht quasi Gedanken wahrnehmen? Ich weiß nicht. Wir werden auf jeden Fall mal überlegene Heiltränke herstellen, würde ich sagen. Einen mächtigen Heiltrank herstellen. Fehlende Zutaten, sagt er mir jetzt. Ziere, Granaten, Alchemistenfeuer, Herzlichtbombe, Netzgranate. Netzgranate könnte aber auch witzig sein. Würde ich sagen. Gift sind die irgendwie alle. Oh, das ist gut. Öl der Verbrennung. Feuerschaden sind nicht so oft immun. Öl des Einfrierens. Das hört sich auch geil an. Öl der Verbrennung. Öl des Verderbens. Muss ich mal kurz gucken, was wir hier jetzt alles haben. Neues. Das muss ich natürlich entsprechend verteilen, weil ich werde damit nicht. Das ist 3 bis 18 Feuerschaden. Mondlichtlaterne. Kann ich die wieder kaputt machen? Von langen Strahlen gruselig schön Mondlicht durchschienen. Kann ich wohl nicht kaputt machen. Die letzte konnte ich kaputt machen. Elixier der türkischen Bewegung. Deine Bewegungsrate wird durch schwieriges Gelände oder Zauber nicht verringert und du kannst weder gelähmt noch festgesetzt werden. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Da würde ich ja mal sagen, Kalach, weil du bist sehr wichtig, dass du dich bewegst. Wenn du den Gegner triffst, fügt sie dem Frostüberzogen zu. Frostüberzogen bedeutet, geschickliche Rettung sowie Nachteil. Wenn du mindestens sieben Zugzüge übrig sind, muss die Kreatur einen Konstitutionsrettungswurf bestehen oder sie erleidet entweder Kälte oder wird gefroren. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf erleidet sie nur den halben Schaden. Das ist aber 2 Züge. Okay, also gefroren wird sie tendenziell nicht. Netzgranate, Einspinnen. Das mal Astarion, da kriegt er vielleicht einen Vorteil, wenn er Leute einspinnt. Hier teilen wir mal den Stapel, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie eure. Du hast zum Beispiel keinen guten mehr. Teilen wir nochmal den Stapel. Und geben das Astarion. Du noch? Du hast noch einen wenigstens. Du hast auch keinen mehr. Abteilen. Geben wir noch Kalach ein und Schattenherz ein. Gruselig schön, Worte, mit der ich meine Ex beschreiben würde. Aber sie war schön. Kann nicht jeder von seiner Ex behaupten. Nekrotische Resistenz. Eine Halterresistenz gegen nekrotischen Schaden. Das wollen wir wahrscheinlich für fast alle haben. Können wir einen auf jeden Fall an Kalach geben. Und einen noch an Astarion. Das geben wir auf jeden Fall an Kalach. Den Triss muss ein Eskikarisma-Rettungshof bestehen, aber das wird langsam Verderben auf ihn. Was ist Verderben? Ein Malus. Es hört sich doch ein bisschen nach Astarion an. Würde ich sagen. Ja. Es hat mir die wertvolle Lektion halt nicht ausschließlich nach Hause zu gehen. Aha. Goblin, Megumis Schachzug, schwere Truhe. Verschlossen. What a day. Dann Schloss knacken. Let's crack it open. So, hast du geschafft. Umhang der Ableitung. Wenn du einen Gegner vergiftest, halt dieses. Halt, ja, Moment, vergiften haben wir nicht so wirklich, ne? Vergiften haben wir nicht so wirklich aktuell. Irgendwie Leute vergiften würden. Räucherfass. Oh, da kann man anmachen. Warte, das sind persönliche Notizen. Herz. Ups, ich wollte es lesen.
Ist eigentlich das? Häufiges Time-Unterreich, Verrutsch scheint sich überall zu bilden, wo es sich nicht viel Licht gibt. Der Abbau lohnt sich nur bei den größeren Kristallen. Gut. Lesen. Notiz: Auffangbecken unter dem Bücherregal mit den Werken über konventionelle Heilkunde einbauen. Das ganze Blut über die Steinplatte fließen zu lassen, ist die reinste Verschwendung und lässt außerdem die Stacheln rosten. Der Text ist durchgestrichen und in gleicher Handschrift, aber mit frischer Tinte, steht darunter: Nicht beachten, der Geruch verschafft mir schöne Träume. Was? What the fuck? Was ein random shit? Wish I had a bag of holding. Wish I had a bag of holding. Lesen. Goblin-Truppen sind zwar rau und ein bisschen dümmlich, aber trotzdem wertvoll, da sie sich gut anpassen und verschiedene militärische Rollen übernehmen können. Sie sind ausgezeichnete Bogenschützen und eignen sich als Speer auf dem Rücken von Worgen. Wenn sie gut ausgebildet werden, können sie mit Halbpiken auch als disziplinierte Phalanx dienen. Und selbst diejenigen von ihnen, die es einfach nicht hinbekommen, im Gleichschritt zu marschieren, können immer noch als Katapultfutter herhalten. Der Schlüssel beim Rekrutieren eines Goblin-Stamms ist ihr tiefer Respekt vor ihren Priestern, die ihre Mitglieder bei der Anbetung des alles erobernden Maglubiet anleiten. Daher sollten die Hohepriester der sieben Stämme der südwestlichen Schwertküste zu einem großen Rat eingeladen werden, bei dem sie bestens verpflegt und mit krügeweise Schnaps versorgt werden, der mit einem milden Lähmungsmittel versetzt ist. Die Priester werden mit neuen Gästen in ihrem Schädel erwachen und an den fügsamen Glauben an einen neuen und größeren Gott als Maglubiet herangeführt. Die Absolute, und vertraut mir, welchen Weg die Priester auch gehen, die Krieger werden folgen. Aha, so haben sie also die Goblins sich beholt. So ist das also alles gelaufen. Das erklärt einiges. Aus meiner Sicht. Das ist bestimmt was zu futtern. Große Flasche braucht man nicht an sich. Schneidbrett, vergoldete Mörser und Stößel. Gib mal her. Flaschenregale. Ist da noch irgendwas drin? Irgendwas Spannendes? I spy with my little eye. Nothing of note, really. Gut. Da hängt noch ein Skelett. Ein bisschen Gold drin in der Tasche, wo auch immer die Tasche ist. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen das Problem. Ich würde gerne das Rätsel um das hier lösen. Wir müssen anscheinend hier was reintun und dann da ziehen, um eine Tür zu öffnen. Oder wir knacken es halt einfach. Das ist wahrscheinlich einfach die für die Tür, oder? Keep your distance, darling. For a skeleton. Ich bin halt ein dummer Spieler. Danke. Danke. No one stopped me yet. Oh. Das ist nicht die gleiche Richtung. Und das ist auch nicht die Richtung. With pleasure. Das ist hier dahinter. Gibt's noch mehr Türen? Okay, wir gehen erstmal durch die Tür, die wir jetzt geknackt haben. Und wir speichern mal zwischendurch, bevor wir irgendwie wieder nochmal das mal machen, was wir schon falsch abbiegen. Hallo? Trank. Einfach nur ein Trank. Invasionsbild für Eltugard. Für Baldur's Tor, die Schwertküste. Okay, man kann die. Ich glaube, wenn ich Halt gedrückt halte, kann ich mir mal Sachen besser ein. Okay, sind einfach nur Invasionspläne. Tagebuch eines Jüngers. Okay, hier ist irgendein Beschwörungsding. Ah, wenn ich Alt gedrückt halte, werde ich es nicht lesen. Der große Text ist mit der Zeit erodiert, doch das, was noch davon übrig ist, scheint eine Art ritueller Beschwörungsform zu sein. Den weißen Rippen, die Säulen, den bleichen Schädel der Dom, nimm an des Apostels Form, Kathedralhaus, Eigengebein. Du bist unsere Religionstante. Diesmal. Ach, come on. Kann nicht sein, dass ihr alle so dumm seid. Ach komm. Ja, und jetzt soll das Carla machen oder was? Glaube ich irgendwie nicht.
Religion kriegen wir nicht raus. Wir sind zu dumm. Drow Exilant anziehen. Diktiert eins abbringender Drow auf, zusammen bringt uns nicht die nötigen von Lolf ausgebildeten Veteranen, die ich für unseren Stab und unser Offizierskorps brauche. Wir müssen ambitionierter sein. Agent Silver, wahre Seele 113, wird den Befehl erhalten, Menzoberan höchst selbst zu unterwandern, am besten Haus Benre, vorgeblich, im Namen der Absolut zu missionieren. Ich glaube, Silver wird diese Rolle überzeugend ausführen. Okay, wir schreiben halt ganz oft, wie sie die Leute dazu gekriegt haben, sie zu unterstützen. Okay. Open up. Da ist noch eine fette Truhe. Eine richtig fette Truhe. Erstmal Licht machen. Something over there. Lose Planken sind nämlich noch mehr. Ältesten Gehirnbeherrschung. Dem Schreiber Jantos von General diktiert der Plan des jungen Gortash, ein ältesten Gehirn der Elitiden zu versklaven und unter der Kontrolle der Krone von Karsus zu machen, läuft beinahe reibungslos. Wenn man von der kleinen Verzögerung absieht, während der unsere Ballistenfreunde ihre Führungskonflikt ausfechten mussten. Die Schwachstelle muss eindeutig das Teilen der Nessersteine sein. Es ist notwendig, um meinen Einsatz und des Mörderkults zu sichern, aber am Ende wird dadurch unsere zerbrechliche Allianz zersplittern. Alle drei Nessersteine müssen von einem einzigen Anführer, vorzugsweise mir, kontrolliert werden, aber erst, wenn alle Beteiligten ihren wesentlichen Beitrag geleistet haben. Gortash fürchtet, dass ich das Gehirn, das wir die Absolut nennen, nun durch die dunkle Energie in der Krone in etwas Neues verwandeln wird, das weitaus schwerer zu kontrollieren ist. Wenn er recht hat, ist es wichtig, die Macht der Nessersteine in einem einzelnen Träger zu vereinen. Umso mehr, da Enver Gortash gewiss zum selben Schluss gekommen ist. Okay, wir haben hier gerade erfahren, warum wir am Anfang von einem Mindflayer überhaupt entführt wurden. Weil die Mindflayer sind ja so eine Masse an Verständen, die alle zusammen agieren, alle zusammen funktionieren. Und sie haben anscheinend ein zentrales Gehirn davon korrumpiert und das ist die absolute. Okay, also Catherick Thorne, wenn ich das richtig verstehe, ist jemand, der versucht hat, einen Gott zu erschaffen, den er selber kontrolliert. Das ist ja spannend. Sehr, sehr spannend. Krass. Du musst uns nochmal was knacken, lieber Astarion. Should be easy. Should be easy, wenn du nicht wieder eine 1 würfelst. Nee, das sieht man nicht. Let's move. Brief an Catherick, Umhang der Elementarabsorption. Absorbiere einmal kurze Rast Elementarschaden. Im nächsten Elementarangriff auf dich erleidest du nur den halben Schaden. Bei deinem nächsten Angriff bewirkst du für 1d6 dieses Elementartyps. Cool. Und einen Brief. Mein liebster Gemahl, ich weiß, dass meine Zeit dem Ende zuneigt. Eine Menge Umhänge, ja. Jetzt wollen sie, dass du ohne Umhänge ausrüstest. Dass meine Zeit sich am Ende zuneigt, ich will euch nicht verlassen, ich will unser kleines Mädchen nicht verlassen, doch ich schreibe nicht, um unser Schicksal zu beklagen, es ist das unsere und niemandes sonst. Die Stadt des Urteils ist finster, doch ich weiß, selbst dort wird mich das Licht der Herrin finden. Ich werde ihre strahlenden Türme sehen und durch die silbernen Gärten wandeln, von denen wir beide geträumt haben. Meine Belohnung erwartet mich. Doch ihr habt noch eine große Aufgabe zu bewältigen, mein Liebster. Selunes Licht scheint hell in unserer Kleinen. Oh oh. Schattenherz ist das Kind von Catherick Thorne und seiner Frau. Ich sag's. Doch sie wird jemanden brauchen, damit sie auf dem rechten Weg bleibt. Ich habe keinen Zweifel, dass sie dich auf dem deinen hält. Es ist derselbe Weg, der unserer Herren und eines Tages, da bin ich sicher, wird er euch zurück zu mir führen. Aber nicht allzu bald, so hoffe ich. Ich werde nicht Lebewohl sagen, wir werden uns... Oder es ist die wir befreit haben. Nachtlied. Weil Melodia würde zu Nachtlied passen, von Melodie und sowas. Ich werde nicht lebewohl sagen, wir werden uns nicht verlieren und nur eine Weile lang nicht mehr sehen. A letter from Catherick's wife. Sounds like she loved him very much. Ja, Karlach, nimm mal den silbernen Tortenständer mit. Und das ganze Essen bitte auch. Dass das Essen nicht runterfällt, wenn man was, oder generell Items nicht runterfallen, wenn man die Sachen drunter wegnimmt, ist ein bisschen witzig. Aber nur ein bisschen. What to do? Nur ein bisschen. Okay, hier
ist nichts mehr. Da ist noch ein Hebel. Schreiben von Gurtasch. Klaus, sein Tafel ist aber kein Wunder, dass er dich nicht mag. Der mag mich schon so oder so nicht. Nach allem, was wir aus meiner Forschung über das Git-Artefakt erfahren haben, kann ich gar nicht genug betonen, dass wir es unbedingt finden müssen. Die Macht dieses Artefakts kann unsere eigenen Anstrengungen ins Unermessliche katapultieren. Aber sollten es in die Hände der Feinde von Verstand und Beharrlichkeit fallen, könnte es all unsere Pläne und Intrigen vereiteln. Mich beunruhigt. Können wir mit dem Artefakt vielleicht dieses Gehirn abschirmen von allen anderen Deilitiden? Dass es keine Verbindung mehr hat, das wäre awesome. Und dann wäre es einfach gelöst. Dann hätten wir das Problem mit Absoluten nicht mehr, weil die einfach abgeschirmt ist. Okay, wir sollten vielleicht einfach umbringen, weil man kann uns das Ding wieder wegnehmen, aber... Mich beunruhigt, dass der Leichnam, unseren handverlesenen Hauptmann für den Artefaktüberfall, nicht im Wrack des Nautiloiden gefunden wurde. Beunruhigt, dass der Leichnam unseres handverlesenen Hauptmanns für den Artefaktüberfall nicht im Wrack des Nautiloiden gefunden wurde. Wenn das Artefakt greift zu drastischen Maßnahmen, versagt nicht. Fürst Gurtasch. Das aufheben. Ich will die Sache immer aufheben. Vielleicht brauche ich die irgendwann nochmal. Da ist noch ein Skelett. Wo nichts dran ist. Da ist noch eine Truhe. Ein bisschen Gold drin. Und ein weltliches Werkzeug. Und was, was Kalach tragen kann. Sehr schön. Hier ist noch ein Hebel. Den ich gern aktivieren würde, wenn mich das Spiel lässt. Hallo? Mach ich halt so. Okay, jetzt sind wir wieder. Ne, Moment mal. Ha! Jetzt sind wir oben. Hier kann man auch irgendwie rumspringen. Was nützt mir das, wenn ich hier hinspringe? Ich komme hier trotzdem nicht weiter. Hätte ich hier hochspringen können? Von unten hätte ich hier hochfliegen können, wahrscheinlich mit einem passenden Zauber. Dann hätte ich hier oben reingekonnt. Das gleiche hier vielleicht. Nee, hier habe ich auch nichts davon, wenn ich da hinkomme. Also hier ist eine Ebene. Sieht es so aus, aber da muss ich sehr weit fliegen, wenn ich hier rüber fliegen will oder so. Da muss man mehr Mobilität haben. Okay, ich würde gern den Geheimraum finden. Das heißt aber, ich muss auf der anderen Seite das Rätsel lösen hier. Der Seite. Also ich da hinpacken muss. Oder wir gucken halt einfach den Raum nochmal an. Den haben wir noch gar nicht angeguckt. What now? So, Astarion. Wir speichern mal, damit wir die ganzen Sachen nicht zwischendurch neu machen müssen. Schloss knacken. Easy. Easy. Man weiß ja nie, ob man es vielleicht braucht, ne? Deswegen nehmen wir den Bonus nochmal dazu. So, Tür auf. Hallo? Ah. Nur ein bisschen verbuggt. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Okay, alle verkacken die Wahrnehmung. Das ist ja beschissen. Sind wir mal ehrlich. Dass alle die Wahrnehmung verkacken, das ist doch safe eine Falle hier irgendwo. Sunnitenarmband, offene Ketzerei. Weniger kennt Shah als Göttin der Schöpfung und oder Selun als Göttin der Zerstörung an, doch beides stimmt. Geboren im urzeitlichen Auf und Ab der Zeit haben sie gemeinsam Abeya Torid erschaffen und Shanto, die Mutter des Lebens, begann zu existieren. Licht und Dunkelheit befanden sich im perfekten Gleichgewicht, von Shah geliebt, von Selun erleuchtet. Doch ihre Schöpfung waren kalt und distanziert und Shanto betete um Wärme. Diese einfache Bitte entzweite die Schwestern, trieb sie in einen Konflikt, aus was Selun die Abertur das wahre Feuer aufzwängte, indem sie die Sonne entfachte. Wie konnte Shah durch diesen Verrat nicht verletzt sein, gezwungen, einen Krieg nicht nur gegen das Licht der Sonne, sondern auch gegen das Licht des Mondes zu führen? Die Götter zerrissen sich gegenseitig und bildeten dadurch neue Götter und neue Konflikte. Alles nur um ein wenig Wärme willen. Daraus lässt sich lernen, es ist nachher Teil, selbstsüchtig die eigenen Behaglichkeiten über das Schicksal aller Existenz zu stellen. All jene, die dies begreifen, wird der Herrin des Verlusts immer Gehör schenken. Ja, Gott, hat's was für dich. My faith will guide me. Wolltest du das lesen? Seht irgendwas, wenn du das liest? Ja. Is that blood? No, passiert no nichts, mind. Wenn du das liest. Haben wir einen Standspiegel? Still me, even after everything.
Ja. Als Klerikerin von Char freut sie sich bestimmt darüber, alle zellulitischen Sachen tragen zu dürfen. Genau. Aber ich mach's so ähnlich tatsächlich. Weil ich bin mit ihr schon an dem Punkt, dass sie so ist, ich hab Char jetzt über komplett verraten, jetzt könnte es schwierig werden. Also da sind wir schon. Hier waren wir aber schon, ne? Das ist das. Ja, das gemacht. Da waren wir schon, da müssen wir jetzt nicht nochmal knacken. Ja gut, versuchen wir. Yeah. That's the point. Okay. Aber eine Stufe 3 Mimik ist ja. Ja, sind wir ehrlich, also. War eine XP-Bombe. Freckiger Tribut, das kann Karlach wieder tragen. Tadellose Netzsandalen. Können wir das lesen? Er würde nicht neben einem Mimik schlafen wollen. Genau, aber ich vermute mal, das Mimik oder die Mimik kam später dazu. Als du da ein kleines Mädchen warst, meine geliebte Tochter, sah ich dich oft mit meinen Puppen und deinen Cousinen spielen. Sah mich als gewaltigen, undurchsichtigen silbernen Schild, der dich umgab und schützte. Irgendwie wusste ich tief in meinem Herzen, dass dir kein Leid zustoßen kann, weil ich es nicht zulassen würde. Auch wenn die Heiler sagen, dass ich vielleicht bald in die Stadt des Urteils hinübergehen werde, möchte ich dir noch eines sagen. Geliebte Tochter, ich werde immer um dich sein. Ich werde immer bei dir sein und die Mondmaid wird dich niemals eine Last tragen lassen, die du nicht tragen kannst. Ich liebe dich für immer mit einer Liebe, die keinen Tod kennt, Mama. Ich habe das Gefühl, das bezieht sich auf das, was wir nicht wissen von Dingens hier, von ihr. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also nur das Blöde, nur trotzdem noch das. Was ist denn das für eine Tafel? Melodia Thorne, loving mother, beloved wife. Her light will never be forgotten. Die kann ich jetzt aber nicht nehmen, die Büste, um die irgendwie da reinzupacken. Von daher. Was getreues Loons. Das Leben von Johann Wiesling, der unter Lykantrophie litt und sich bei Vollmond in einen Weihbein verwandelt, nachdem ihn eine Priesterin zu den Loons von einem Leiden heilte, tauschte Johann Wiesling seine Klauen gegen ein Zweihandschwert und eine Aufgabe. Diese Priesterin, sie hieß Erlona, den Straßen und Wegen vor jeder Gefahr zu bewahren. Darüber hinaus wollte er ihre viele Wunder bezeugen, denn Erlona war eine Heilige der Göttin und wirkte mehr Wunder. Also sich hätte eher träumen, die beiden verliebten sich ineinander, doch ihre Freundschaft war etwas Besonderes. Aber es ist nicht Erlona Thorne. Was hat das Bild hier zu suchen? Dieses Buchbild. Kann ich runterspringen? Davon was? Bin ich hochgekommen, oder? Ich kletter einfach runter. Wäre einfacher gewesen als springen. Nicht über den. Hier war ich, glaube ich, schon mal beim Kämpfen am Anfang. Das war, glaube ich, auch das, wo ich so ein komisches. Da hinten, da habe ich, glaube ich, das Nebending gefunden. Da war ich ganz am Anfang bei den Kämpfen unterwegs. Ja, das war die Ecke. Wo ich dieses. Blubber-Ding hier oben gefunden, diesen Spalt, wo ich runtergezogen wurde. Okay, da haben wir nichts gekonnt. Hier hat man also rausgekonnt, um nach oben zu kommen. Wenn man das irgendwie als Schleichspiel spielen würde, I guess. Okay, was müssen wir da reinpacken? In diesen Sockel. Oh, hier haben wir noch Bücher noch gar nicht angeguckt. Schneller und plötzlicher Tod wurde. Aha.
Dagegen verbranntes Buch versenkt es für den Seiten. Sein Inhalt ist dank unbekannter Bekleidungsstände unleserlich. Die Widmung lässt sich aber noch erkennen. Wenn die Zweifel an mir hatten, möge der Sturm euch den letzten Atemzug rauben und die Erde euch die Ruhe verwehren. Das war auf der Bestellliste. Würde ich sagen, deswegen. Kombination nicht möglich. Oh, das war das Falsche, oder? Ja. Da gehen halt die Türen zu. Und die Tür geht auch nicht mehr auf. Doch jetzt. Aha. Tschüss. Ah, nicht ins Feuer. Hey, ist ja doch doof. Geht aus dem Feuer raus. Kannst du bitte aus dem Feuer rausgehen, meine Damen? Meine Fresse. Das war der Falsche. Falsche. Zug. Zauberwürfel, den hat sie auch zerlegt damit, ne? Okay, dann müssen wir das obere Buch machen, demnach. Seems to be stuck. Klemmt offenbar. Kann nicht erreicht werden. No use. It's blocked. Ha. Wie komme ich da rein? What's inside? Jetzt bin ich etwas perplex. Another step forward. Muss ich die richtige Reihenfolge ziehen? Nee. Die Reihenfolge ist es nicht. Jetzt sagt aber ich, das rührt sich nicht. Das ist, weil ich hier einen Gegenstand einsetzen muss, wahrscheinlich, aber ich weiß nicht welchen. Lag hier noch rum. Nee. Ja. Ja. Der Umhang wird es ja wohl nicht sein. Don't touch me. Also, da will ich hin. Ist, was haben wir hier die ganze Zeit gekriegt? Briefe, Hämmer. Tja. Keine gute Idee, was ich da reinmachen kann. Bin ich ehrlich. Can't give up now. Ich will es auch nicht erhören, aber ich habe keine Idee, wie ich hier reinkommen sollte. Der Catholic Forum, hier ist anscheinend noch ein anderer Aufgang. Oder ist das einfach unten, das Ding? Ach Mann. Vielleicht ist das auch was, wo ich von Catholic Thorn erst absnacken muss. Bevor ich da weiter kann. Nee, das ist die falsche Richtung. Da wollen wir nicht lang. I'll give it a shot. Ich glaube, wir haben dann hier oben alles angeschaut und gelootet. Die Tür ist abgeschlossen. Einfach die geradeaustür. Machen wir mal die Abkürzung auf noch. Ausknacken. Skeleton Key. Sehr schön. Looking ahead. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben fast keine Ressourcen mehr. Uns geht nicht so gut und wir haben auch keine kurze Rasten mehr. Das heißt, irgendjemand hat unten gepennt. Wir machen jetzt mal eine lange Rast, würde ich sagen. Ups, das wollte ich nicht. Nein, ich will die Echtzeit zurück. Entschuldigung. Let's move. In die Echtzeit zurück und ich will eine lange Rast machen. Was? In einer Gefahrenzone befindet? Ach so. Ah, da wo rot ist, darf ich das nicht. Okay. Dann müssen wir uns da anteleportieren. Schnellreisen sind auch hier raus nicht möglich. Ach, come on. Das dauert jetzt einen Moment, wenn wir hier rausgehen müssen.
Das dauert jetzt einen Moment, wenn wir hier rausgehen müssen. Ich habe mich nicht so in einer Gefahrenzone gefühlt, aber klar, ich kann hier nicht in den Türmen des Mondaufgangs pennen. Anscheinend. Never a dull moment. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Zumindest nicht hier direkt drin. Moment, du bist eine Händlerin? Just tell me what you need. Oh. Könnt jemand den ganzen Schmuh hier geben? Ich kann das nicht mehr tragen. Barnabus Halsband. Hoffentlich jetzt nicht. Brauchen wir hoffentlich jetzt nicht. Silberglas, dickes Wasser, Wohnkram, das hier. Nehmt das mal alles für mich an. Hättet ihr mit diesem Angebot unzufrieden? Nee, würde mit diesem Angebot zufrieden sein. Okay. Kann ziemlich weit die Sympathie, glaube ich, hochballern. Monsterfester. Lebe eine Kreatur, sie kann nicht bewegen, weder Aktion noch Reaktion ausführen. Angriffe, die im Abstand bis zu 3 Meter auf sie ausgeführt werden, sind stets kritische Treffer. Kältekegel. Elementar beschwören. Verbiege die Barriere zwischen den Ebenen, bis sie im Elementarbinden ausspannen, der dir folgt und für dich kämpft. Schild. Vorteil der Weisheitsrettungswürfen. Mhm. Vergiften, wenn du Giftschaden bewirkst, müssen die Zielen konzentrieren, sonst sind sie vergiftet. Kurz vor Geschossen kann man wirken. Kampf mit 2 Waffen, ich glaube, das habe ich schon mal durchgegangen. Ich erinnere mich dran. Zauber insgegen wirkst du bei diesem, Gewehr Resistenz gegen Feuerschaden. Ja, ich glaube, ein paar davon habe ich sogar vertickt bei ihr. Des Schattenpirschers. Gutes Umfang Kushino. Waffenlos ist halt komplett wurscht. Bei uns Schriftrolle Feuerwand. Das ist eine Feuerwand, die jeden verbrennt, der ihr zu nahe kommt. Mächtige Unsichtbarkeit, Steinhaut. Angriffe gegen sie sind im Nachteil. Ihre eigenen Angriffe sind im Vorteil. Buchbrechen, Feuerball. Transposition, tippert dich dorthin, wo der Pfeil auftrifft. Schriftrolle stinkende Wolke. Übelkeit erregende Gaswolke, die verhindert, dass Kreaturen Aktionen ausführen. Ja. Ja, ich glaube, ich habe ihr schon einiges davon verkauft. Können wir hier nochmal kurz durchgehen, ob ihr noch Müll habt? Wie sowas? Können wir, glaube ich, auch verkaufen. Was ist hier auch noch so ein Kram? Patrick Thorms Tagebuch. Warum hast du eigentlich 2 Rucksäcke? Ups. Beide fast nichts wiegen. Wir nehmen mal den ganzen Kram hier, damit es wieder leicht wird. Das wollten wir behalten. Ja. Ja, ist die Frage, kaufen wir uns so eine Monster-Festhalten-Schriftrolle? Die hört sich sehr, sehr mächtig an. Kostet aber auch 2400. Könnte uns, glaube ich, im Kampf einiges helfen. Wirbel aus eisiger Luft und kondensierten Schneekristallen schießt aus deinen Händen. Elementar beschwören. Das würde natürlich auch einiges helfen. Für Action, Economy und Tanken. Ich glaube, ich würde das gerne haben. Also, ja, die hat noch Färbemittel. Muss ich noch dran denken, das jetzt auch zu benutzen, weil ich habe auch hier noch Steinwände und Todeswolke und sowas. Aber ich glaube, gegen Giftschaden sind die meistens immun gewesen. Vielleicht können wir hier einen Steinelementar machen, der könnte dann Wuchtschaden machen. Ja, tauschen. Danke. Wenn ein Angriff mit einer Waffe einen Zustand bewirkt, erhält ein Trigger Arkane Sinnesschärfe. Ich glaube, ich noch ganz viel Krimskrams. Lady Light Away. So, wir dürfen aber immer noch nicht pennen. Und ich würde gerne nochmal eine Runde pennen. Wie weit müssen wir denn hier raus, um pennen zu dürfen? Wann ist man denn nicht mehr in einem
in dem angriffslustigen Gebiet hier draußen. Da. Ja. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Lange Rast. Genügend Lagervorräte und wiederherstellen. Yes. Möchte bitte lang rasten. Irgendjemand zum Reden? Tanya? Ne, ich wollte mit Habella reden. Weil ich ihre Sachen, ihre Fähigkeiten jetzt irgendwie benutzen kann außerhalb von Sachen. Von Sachen machen. Very well. I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Okay, sie sagt nichts weiter. Schade. Oh, Gail hat ein Problem.